Ja, dann herzlich willkommen zur History, Geschichte der Legalisierung. Ich habe mich entschieden, diese Session hier selbst zu machen. Wir haben ein bisschen überlegt. Meine jüngeren Kollegen hätten das hübscher aufbereitet. Die hätten mehr Zeit gehabt, sich vorzubereiten. Ich mache das jetzt mehr oder weniger spontan, weil ich natürlich ansonsten mit Konferenzvorbereitung auch sehr viel zu tun hatte. Aber ich berichte nicht nur, ich war live dabei und erzähle im Prinzip mein Berufsleben und ein paar Jahre davor als Aktivist und habe einen sehr subjektiven Vortrag für euch. Sehr aus meiner Sicht, aus der Sicht eines Menschen, der die ganze Zeit nicht nur dabei war, sondern hier und da auch Teil der Legalisierungsgeschichte war. Insofern vielleicht ein bisschen weniger roter Faden als bei den Kollegen, ein bisschen weniger bunte Bilder dabei als bei den Kollegen, aber vielleicht ein wirklich historisches Erlebnis, das ihr hier mit mir teilt. Eigentlich werde ich vielleicht mal noch ein Buch schreiben über alles, was ich erlebt habe in meiner Zeit als Cannabis-Legalisierer, von einem, der auszog, Cannabis zu legalisieren aus Remscheid, von einem, der erste Cannabis-Lobbyist, Legalisierungslobbyist in Deutschland war und das seit 22 Jahren macht. Das ist ein bisschen so, einige von euch werden mich wahrscheinlich verfolgt haben, stundenlang über irgendwelche YouTube-News, DHV-News-Videos, haben sich ganz viele Zeug von mir erzählt und Geschichte live mit mir erlebt. Das, was ich da immer erzähle an aktuellen Nachrichten, ist eine Woche später Geschichte. Und es ist auch ein bisschen Werbung für die Möglichkeiten, die uns die Demokratie bietet. Im Sinne von, wir haben die Möglichkeit in unserem Land, uns zu beteiligen, unsere Meinung zu sagen und um Mehrheiten zu werben, Dinge zu verändern. Und in dem Sinne beginnt meine Geschichte mit mir 1995, als ich damals Sprecher der Grünen im Kreisverband Remscheid war, fertig ausgebildeter Finanzbeamter, der dann aber eigentlich Politik viel interessanter fand und alle möglichen politischen Themen im Remscheider Stadtrat gemacht hat, ja, von Bauen, Straße, Verkehr, Umwelt, alles Mögliche, Finanzen und auch Bundes- und Landesparteitagen alle möglichen politischen Themen gemacht hat, sozusagen, alle mal durchdacht hat, ja, bei Händchen gehoben auf dem Parteitag zum Parteiprogramm. Also ziemlich breite Aufstellung und eine eigene Ausbildung quasi nochmal in der Politik zusätzlich zum Finanzamt. Und in dem Zusammenhang haben wir dann Grüne Jugend gegründet in Remscheid. Damals war ich ja selber noch irgendwie ein bisschen näher dran an der Jugend als jetzt. Und haben dann Alte und Junggrüne zusammen eine Kampagne zur Drogenpolitik gemacht. Als eins von verschiedenen Themen, die wir damals mal bearbeitet haben. So kurze Kampagne, ne? Mal dieses Thema, mal jenes Thema. Und habe ich mal in die Drogenpolitik reingeschnuppert. Hatte eigentlich bis dahin überhaupt keinen Plan davon. Auch fast keine Konsumerfahrung tatsächlich mit irgendwelchen illegalen Substanzen. Nur sehr schlechte Konsumerfahrung mit Alkohol. So, und dann habe ich mir ein paar Bücher angeguckt erstmal. 1995 Bücher gelesen. Da war eins davon Drogen und Drogenpolitik von den Professoren Quenzel, Sebastian Scherer und ich glaube, Henning Schmidt-Semisch war auch noch dabei, über alle Substanzen und Drogenpolitik insgesamt, auch schon die Geschichte der Drogenpolitik. Die Leute habe ich nachher alle kennengelernt, die dieses Buch geschrieben haben und die waren eigentlich aus meiner Sicht, sehr subjektiven Sicht, wie gesagt, der Beginn der Geschichte der Legalisierungsbewegung. Eigentlich müsste man noch viel weiter zurückgreifen und die Geschichte der Prohibition erstmal aufgreifen. Ja, wie ist das überhaupt zustande gekommen? Und das kam auch in dem Buch letztendlich rüber, nämlich der Punkt letztendlich, zu dem man kommt. Man kann Cannabispolitik nicht als einzeln betrachten. Cannabispolitik ist Teil einer insgesamt globalen Drogenpolitik. Global heißt, man kann es auch nicht auf Deutschland alleine betrachten, sondern man muss es international betrachten. Weil Deutschland ja die Prohibition nicht erfunden hat, das Verbot bestimmter Drogen, sondern es kam ganz woanders her. Ein zweites Buch, was mich da sehr geprägt hat, war das von Tilman Holzer, Globalisierte Drogenpolitik, wo er im Prinzip skizziert,
von der ersten Opiumkonferenz in Shanghai, ich glaube 1909, bis über spätere Bücher, die derselbe Typ dann auch noch geschrieben hat, das Ganze ins Betäubungsmittelgesetz 1972 mündete. Letztendlich ging es da um puritanistische, religiöse Menschen in den USA, die Evangelikanen, die ja immer noch eine große Rolle spielen, die nicht gerade rauschfreundlich waren und zu der Zeit die Chinesen missionieren wollten und gemerkt haben, das ist schwierig, weil die alle irgendwie auf Opium sind. Und die Engländer da doch bitte schön zurückstecken sollten, ihr ganzes Opium von Indien nach China zu bringen und die ganzen Chinesen unter Opium zu setzen. Die haben sogar einen Krieg geführt, den Opiumkrieg, weil China sich wehren wollte dagegen. Und dann haben die Kanonenschiffe nach Peking gebracht und Shanghai und da ein bisschen rumgeschossen, bis die Chinesen gesagt haben, alles klar, nehmen halt doch euer Opium. Die Engländer wollten nicht zurückstecken und haben dann gesagt, auf den ersten internationalen Konferenzen, wo die Amerikaner übrigens einen Bischof hingeschickt haben, um eben diese ganze Drogenpolitik zu reduzieren, die ganze mehr Kontrolle reinzubringen, mehr Repression, haben gesagt, wir sollen aber hier nicht zurückstecken, die Deutschen verticken hier ganz Heroin und Kokain. Die Deutschen hatten zu der Zeit ungefähr 80% vom Weltmarkt von Heroin und Kokain in der Hand. Und die Deutschen wollten auch nicht zurückstecken. Haben gesagt, nee, das wollen wir nicht, wir wollen weiter verkaufen. Dann hat sich das so weiterentwickelt mit diesen Konferenzen, wo dann irgendwer zwischendurch auch mal gesagt hat, ach übrigens, Hanf würde ich da auch noch mit reinwerfen in den Verbotstopf. Wie gesagt, keine Erfindung aus Deutschland. Deutschland hatte damit nicht viel am Hut. Es gab aber zu der Zeit legal Cannabis in der Apotheke, auch rezeptfrei und am Kiosk. Nil-Zigaretten hatten damals Hasch mit drin. Unter Kaiser Wilhelm hat der Bürger, also was das angeht, viel mehr Rechte gehabt als all die Jahre später in unserer Demokratie. Man muss also gucken, wie ist die internationale Entwicklung, wo kommt diese Prohibition her, wie ist sie überhaupt hier hingekommen und was hat die auch mit anderen Substanzen zu tun, mit dem Denken über psychoaktive Substanzen, Drogen, wie man die jetzt irgendwie im Risiko einschätzt, zu tun. Moment. Ja, also international und andere Substanzen. In diesem Buch von Scherer und Quenzel waren auch Kapitel, die Drogen klassifiziert haben, beschrieben haben. Ich habe ein paar Monate gebraucht vom Punkt, wir müssen Cannabis legalisieren, weil das nicht so gefährlich ist wie Alkohol, bis zu dem Punkt, wir müssen alle Drogen legalisieren, weil die Prohibition grundsätzlich keinen Sinn macht. Immer die gleichen Auswirkungen, Förderung von Schwarzmarkt, Förderung von Kriminellen, schlechte Stoffqualität, die Leute konsumieren praktisch gar nicht weniger. Das Ganze hat nur negative Seiten. Ja? Wir lassen uns Steuereinnahmen entgehen und so weiter und so fort. Eigentlich überall dasselbe. Nur eben, dass die Gefährlichkeit der Drogen natürlich tatsächlich unterschiedlich ist. Aber wenn man dann wirklich da reingeht, in so ein Fachbuch mal, ja, und wirklich vergleicht, heutzutage würde man vielleicht eher die Broschüren der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen nebeneinander legen und Alkohol mal mit den ganzen anderen Substanzen vergleichen. Man kommt immer wieder zu dem Punkt, Alkohol ist die gefährlichste Droge, die es gibt, mehr oder weniger. Ja, da sind ein paar andere, die kommen einigermaßen nah dran. Aber wenn man jetzt guckt, wie abhängig macht eine Substanz, wie körperlich schädlich ist eine Substanz, wie groß ist die Gefahr der Todesfolge bei Überdosierung, oder eben durch sonstige Erkrankungen, die damit zusammenhängen. Und wie groß ist auch die soziale Auswirkung aufs soziale Umfeld, also Stichwort häusliche Gewalt und so weiter. Überall Alkohol ganz oben dabei. Von daher war ich ziemlich schnell der Meinung, okay, wir müssen alle Drogen legalisieren. Wir haben dann also unsere kleine Kampagne gemacht. Wir sind zurück 1996, haben uns trotzdem erstmal auf Cannabis bezogen, ja, obwohl da zu dem Zeitpunkt ich schon das Ganze deutlich weitergesehen habe. Haben einen Smoke-In in der Remscheider Innenstadt gemacht, Flugblätter vor Schulen verteilt und so, alles hochprovokant und entsprechend in Medien auch skandalisiert. Und ich habe mich selbst angezeigt wegen 4 Gramm Marihuana, offiziell als Parteisprecher 1996, auf grünem Briefpapier der Polizei einen Brief geschrieben, hier, ich habe das jetzt zu Hause, ihr müsst jetzt kommen, das holen und das ist ja blöd, ne? Du, diese sinnlose Papierkorbarbeit. Aber mein Nachbar da Bier und Schnaps horten und das ist kein Problem und darauf will ich aufmerksam machen, dass das Blödsinn ist. Hat super funktioniert, ja. Das stand dann gleich in der nächsten Woche darauf in sämtlichen lokalen Zeitungen, Radio bis hin zur Bild-Zeitung bundesweit und nochmal 2 Tage später
insofern voll aufgegangen. Aber ich dachte zu dem Zeitpunkt, das wird kurz. Ja, das Ding ist dann irgendwie nach ein paar Monaten erledigt. Mein Verfahren wird eingestellt wegen geringer Menge. Und dann gehen wir zum nächsten Thema weiter. Das war aber nicht der Fall. Die haben mich tatsächlich verknackt. Erst, weil sie gesagt haben, besonderes öffentliches Interesse an der Strafverfolgung. Dann wegen, weil ich nicht zum Eigenverbrauch besessen habe. Das war letztendlich der Grund, weil ich da bei dem Polizeiverhör gesagt habe, ja, ich habe mir das schenken lassen für diese Aktion. Also haben die Kriterien des Verfassungsgerichts von 94 nicht gegriffen, nämlich Einstellung bei geringer Menge zum Eigenverbrauch, wenn kein besonderes öffentliches Interesse besteht, war zum Eigenverbrauch. Das hat mich festgenagelt an dieses Thema, wo ich gesagt habe, nee, das sehe ich überhaupt gar nicht ein. Ne? Dann erstmal bis zum Verfassungsgericht durch, kommen wir nachher auch nochmal dazu, ne? Der gerichtliche Weg, wie sieht denn das aus mit Verfassungsgericht? Auf jeden Fall für mich der Zeitpunkt zu sagen, okay, lass mal Cannabis legalisieren jetzt hier. Das kann ja wohl gar nicht wahr sein. Ne? Und was habe ich also vorgefunden? Nicht viel an Strukturen, die damals schon aktiv waren. Es gab hier in Berlin die Hanfparade, fing ungefähr damals an, so um die Zeit, auch schon relativ groß. Wir hatten das Hanfmuseum zu dem Zeitpunkt schon. Und innerhalb der Grünen gab es eine Arbeitsgruppe hier in Berlin, die es immer noch gibt, die LAG Drogenpolitik der Grünen in Berlin. Und ein paar Leute innerhalb der Grünen tatsächlich schon, die wie ich über dieses Thema nachgedacht haben. Die Grünen selber als Partei waren damals auch Legalize-Partei. Wobei ich mich an einen Parteitag erinnern kann, wo wir noch einen Hammelsprung hatten für über die Frage, ob wir jetzt nur entkriminalisieren wollen nur oder legalisieren. Legalisierung hat gewonnen, aber man sieht, ne, auch da, selbst bei den Grünen war das damals auch ein bisschen knapp. Aber sie waren die einzige und erste Legalize-Partei. Und ich habe dann innerhalb der Grünen erstmal Netzwerke aufgebaut, erst Landesarbeitsgemeinschaft Drogenpolitik in NRW, so ähnlich wie die Berliner. Dann zusammen mit anderen Bundesarbeitsgemeinschaft, die wir damals BND genannt haben, Bundesnetzwerk Drogenpolitik bei den Grünen. Fachforum Drogen der Grünen Jugend, da Drogenpolitische Grundsatzprogramm der Grünen Jugend mitverfasst. Unter anderem mit dem Typ, der dieses Buch geschrieben hat, Globalisierte Drogenpolitik, von dem ich eben gesprochen habe, Tilman Holzer. So, und dann haben wir gesehen, okay, das mit den Grünen läuft jetzt hier. Ne? Das haben wir ganz gut im Griff irgendwie, haben wir ein bisschen geübt, ein bisschen Argumente aufbereitet und so. Und jetzt reicht das aber nicht. Die Grünen sind dann 98 bei der Wahl zum ersten Mal ja dann tatsächlich im Bundestag an die Regierung gekommen, mit der SPD zusammen. Und alle haben schon gedacht, jetzt wird legalisiert. Ja, das war so auch nach dem Urteil 94 zur Entkriminalisierung der Konsumenten, sind auch die Head- und Go-Shops auf einmal wie Pilze aus dem Boden geschossen. Und alle haben gedacht, so jetzt noch Regierungswechsel, ne, 16 Jahre Kohl vorbei, jetzt geht das los hier. Und ich habe gesagt, wir haben jetzt eine Partei, die Legalisierung will, die ist mit 7,4% oder so im Bundestag gekommen, alle anderen dagegen. Das sieht mir jetzt noch nicht so aus, ne? Das wird schwierig. Und war auch so natürlich, ne, das ist nichts geworden draus. Die haben dann ein bisschen im Heroinbereich gemacht, also auch Druckräume zum Beispiel, dann letztendlich endgültig legalisiert, die vorher eher so im Graubereich operiert haben. Ein bisschen Verbesserungen bei Take-Home-Dosis von Methadon, Substitution für Opiate. Also viel im Heroinbereich passiert. Auch das Heroin-Modellprojekt fällt in die Zeit, wo wir jetzt heute immer noch über die Cannabis-Modellprojekte nur diskutieren, aber keine umgesetzt haben bisher. Das war so die Zeit, erste rot-grüne Regierung. Übrigens habe ich auch alle Drogenbeauftragten der Bundesregierung in dieser Zeit an mir vorbeiziehen sehen. Ich glaube, 7 sind es mittlerweile. Mit Eduard Lindner von der CSU noch angefangen zu Kohlzeiten. Ja, und dann die erste Grüne, Christa Nickels. Und ja, ab da habe ich auch alle irgendwann mal kennengelernt, zwischendurch. Die sind da so an mir vorbeigelaufen quasi irgendwie. Aber war klar, okay, nur innerhalb der Grünen wird das jetzt nichts. Wir brauchen irgendwie eine Struktur, die überparteilich arbeitet, nicht nur in einer Partei arbeitet, weil die Mehrheit werden wir so nicht kriegen. Die Grünen werden nie die Mehrheit, die absolute Mehrheit im Bundestag haben. Wir brauchen irgendeine Art Verband. Dann bin ich erstmal auf eine Weltreise gefahren. 2000 bis 2001 war ich 11 Monate weg und habe in Asien auf dem Fahrrad 9000 Kilometer lang beim Radeln irgendwie überlegt, so okay, wie machen wir das jetzt da mit der Legalisierung, irgendein Verein, allgemein zur Drogenpolitik am besten gleich und Antiprohibition und so. Nur, dann bin ich wiedergekommen und der Verein für Drogenpolitik hatte sich gegründet, der eben sich mit allen Drogen befasst hat, ehrenamtlich organisiert war und einer der Sackgassen der Geschichte der Legalisierung gewesen ist. Hat ein paar Jahre ganz gut geklappt. Ich soll mal OK drücken. Hier ist nichts. Müssen wir durch.
Ja, also überparteiliche Struktur, Verein für Drogenpolitik war gegründet, ehrenamtliche Strukturen, gab ein paar Manifeste und ein paar Statements und ein paar Sitzungen, hat aber nirgendwo hingeführt letztendlich und ist wieder eingeschlafen. Und es gab die Kollegen vom Hanfjournal, die gesagt haben, okay, wir brauchen einen Branchenverband. Die haben 2001 die Zeitung gegründet, kostenlos Zeitung, Anzeigen gesammelt in dieser Szene, damals der Anfang, Head- und Workshop-Szene, wo sie dann gesagt haben, diese Szene braucht einen Verband. Ja, das waren auch alles Leute, oder zwei von den dreien, die damals das Hanfjournal gemacht haben, waren auch von der grünen Jugend, die kannte ich auch von Grünen her, und Politikertypen in der Hanfszene, ne, aufgeschlagen und gesagt, ja, wir müssen sofort einen Verband machen, hier Politik und so. Haben sie gemacht, ziemlich hemdsärmlich, ja, Teil dieser Firma Hanfjournal ist jetzt der Hanfverband. Das war im Prinzip die Geburtsstunde des Unternehmensmodells, was ja bis heute immer noch tatsächlich der Fall ist, dass der Hanfverband kein Verein ist, und die dann damals aber jemand gesucht haben, der das dann macht, 2002. Und ich dann gesagt habe, okay, ja, das war sowieso der Plan, ne? Mach ich das. Und dann saß ich da mit einem leeren Schreibtisch und Telefon und einem Computer, mit einem Minijob und musste Cannabis legalisieren. Und damit war die erste bundesweite operierende Struktur geschaffen. Von Anfang an bezahlt, auch wenn es nur ein Minijob war, aber da konnte ich sagen, okay, ich bin hauptberuflicher Cannabis-Legalisierer, der erste in Deutschland. Ne, super Berufsangabe. Was machst du so? Ja, ich bin der einzige deutsche Cannabis-Legalisierungslobbyist. Cool. Ja. Aber dann, okay, was macht man dann? Ne? Also wir hatten da eine Zustimmung in der Bevölkerung zur Legalisierung von vermutlich unter 20%. Irgendwann in Nullerjahren, also 1 oder 2, gab es mal eine Umfrage, die ich gesehen hatte. Leider habe ich die nie wieder gefunden, diese erste Umfrage, wo es noch unter 20% war. Dann gab es Umfragen, die haben so ein bisschen mehrfach abgefragt, mehrere Stufen, wo dann natürlich irgendwie sich das mehr aufgeteilt hat und man nicht so genau sagen konnte, sind die Leute jetzt für oder gegen Legalisierung, weil dann auch noch Entkriminalisierung mit Eigenanbau und Entkriminalisierung ohne Eigenanbau mit abgefragt wurde und man dann am Ende gar nicht mehr wusste, was wollen die Leute jetzt eigentlich da. Eine der Aufgaben, die ich mir damals gesetzt habe, Gesellschaft überzeugen. Die Erfahrung aus den 90ern war, das reicht nicht, wenn man eine Partei mit 7% hat. Und das reicht auch nicht, wenn man in der Gesellschaft 20% Zustimmung hat. Bis dahin gab es ganz vielversprechende Ansätze aus den USA mit Volksabstimmungen, zumindest Cannabis als Medizin in Kalifornien war schon so, hat es schon ein bisschen angedeutet. Aber man braucht irgendwie Leute hinter sich, ja, und nicht einfach nur einen Haufen Leute, die Angst haben vor Cannabis und die das für tierisch gefährlich halten, das zu legalisieren. Ihr habt das ja erlebt jetzt, wie das immer noch jetzt, 20, 25 Jahre später der Fall war. Und also Öffentlichkeitsarbeit war angesagt. Über verschiedene Kanäle. Einerseits Medienarbeit, einerseits eigene Kanäle aufbauen. Von null an. Und ich habe ja eben schon erwähnt, viele von euch kennen mein Gelaber schon von YouTube, von den DHV-News stundenlang. Eigene Kanäle aufbauen, eigene Reichweite. Tatsächlich heute ist das auf YouTube zumindest der stärkste Kanal einer NGO überhaupt weltweit zu allen Themen. Ja, habe ich mal ein bisschen gesucht. Also die großen Namen, Amnesty, International, Greenpeace und so. Es gibt nichts, gibt keinen Kanal, der jede Woche solche Zuschauerzahlen raushämmert. Plus die anderen ganzen Kanäle. Ne? Also das hat ganz gut funktioniert mit den eigenen Kanälen soweit. Aber auch mit den Medien. Wir haben ja so eine Abteilung Presseecho bei uns auf der Seite, wo von Anfang an diese Medientreffer dargestellt wurden und wo immer auch darum ging, okay, bei den Mails, die so reinkommen, Medien ist das, was ich zuerst beantworte. Weil das hohe Reichweite für wenig Geld ist. Von Anfang an war klar, wir werden nicht das Geld haben, so eine Kampagne zu fahren, wie das jetzt die Großindustrie machen würde. Ja? Wenn die Atomenergieindustrie für Atomenergie Werbung macht, dann greifen die in irgendeinen Topf und ballern ein paar Millionen raus, ne, und schalten in allen Zeitungen Anzeigen für Atomenergie. Das war jetzt bei uns nicht so möglich. Von daher habe ich eigentlich dann alles, was so an Medienanfragen kam und wenn irgendwo ein Artikel meinetwegen in der Westdeutschen Zeitung war oder so, umgerechnet in Anzeigenwert. So ungefähr, ja, wo dann klar war, okay, einmal irgendwo ein Artikel, wo wir über Legalisierung, ne, wo wir erwähnt sind. Wenn man das jetzt gekauft hätte, hätte das irgendwie 10.000 Euro gekostet. Ja, und so ging das dann eben 20 Jahre lang. Und seit 2014 haben wir selber angefangen zu messen,
wo wir stehen eigentlich bei der Sache, wie viele Leute wir hinter uns haben. Per Infratest DIMAP letztendlich hat sich eingeschliffen sozusagen, dass wir die nehmen. Ich habe unterschiedliche Institute ausprobiert. Wir haben versucht, möglichst neutral zu fragen, um wirklich zu wissen, wo wir jetzt eigentlich stehen mit der Bevölkerungsmeinung. Die Frage ist dabei rausgekommen, ungefähr, wie stehen Sie zur Regulierung des Cannabismarkts, zur Legalisierung im Sinne von Fachgeschäften für Erwachsene, wie in, am Anfang war es Colorado. Die hatten 2012 legalisiert, Colorado und Washington State, da war das, das bekannteste Beispiel. Heute fragen wir Kanada. Ansonsten immer die gleiche Frage. Wie stehen Sie zu Fachgeschäften für Erwachsene, wie in Kanada? Wir hatten damals 30% 2014 Zustimmung, also schon in den 15 Jahren bis dahin haben wir schon irgendwie über 10% geschafft gehabt. Das geht ja um mehrere 10 Millionen Leute, ne? Von daher ganz gute Quote. Wenn man sagt, 80 Millionen Einwohner, man will eine Mehrheit haben, dann muss man über 40 am Ende haben. Wenn man nur die erwachsene Bevölkerung und die Wählerschicht sozusagen betrachtet, sind natürlich was weniger. Aber auf jeden Fall war klar, 10, 20 Millionen Leute überzeugen war schon mal angesagt. Irgendwie, da muss schon irgendwie her. Die Zahl ist immer weiter gestiegen. Wir haben dann jedes Jahr gefragt, seit 2014, und sind jetzt die letzten drei Jahre bei einem Patt angekommen. Nämlich bei 47% zu 47% tatsächlich im letzten Jahr. Davor hatten wir auch einmal so eine einfache Mehrheit mit 49% zu 47% und davor nochmal umgekehrt. Ja, das dümpelt seit drei Jahren auf diesem Niveau rum. Ist noch keine absolute Mehrheit dabei rausgekommen tatsächlich. Es gab auch mal einen Tick nach unten übrigens zwischendurch, 2015 glaube ich, das war das Jahr, wo diese erste sogenannte Flüchtlingswelle irgendwie kam und dann alles schon so unseren ersten Rechtstick wir erlebt haben, wo dann dieses Thema irgendwie plötzlich nicht mehr so relevant war, ne, die Leute eher Ängste hatten und so. Und jetzt erleben wir wieder eine ähnliche Zeit. Jetzt stagniert das wieder, knapp unterhalb der Legalisierung. Und insofern war das jetzt tatsächlich auch noch gar nicht so klar, ne, von wegen, das muss jetzt unbedingt kommen. So wie wir das in der Szene gerne gehabt hätten und alle, ich habe so viele Leute getroffen, die sagen, ich kenne überhaupt keine Leute, die gegen Legalisierung sind. Ja, alle sind dafür, warum passiert das jetzt nicht? Das ist undemokratisch. Aber tatsächlich, mit 47 zu 47 ist das nicht so. Ja, wir haben genau das gekriegt, was wir wollen, nämlich wir wissen es nicht so genau, ja, irgendwie so ein Teil irgendwas. Legalisierung kann man ja nicht wirklich nennen, aber weitgehende Entkriminalisierung, ja, und die ganze Debatte darum rum, habt ihr ja gesehen. Ja, okay, den Bundesrat muss man jetzt mal überzeugen, indem man sagt, okay, die Vereine dürfen keine gebündelten Dienstleistungen empfangen. Ja, dann können wir ja sagen, ja, dann geht das. Sonst müssen wir einen Vermittlungsausschuss anrufen. Auf dem Niveau haben wir ja im Prinzip jetzt die letzten zwei Jahre rumdiskutiert irgendwie über das ganze Projekt und irgendwie irrsinnige Details da rein geschrieben gekriegt, die genau dieses wiedergeben. Ja, eine Regierung, die selber so halb irgendwie dafür ist. Ich glaube, wenn man eine namentliche Abstimmung im Bundestag gemacht hätte, ohne Fraktionszwang, jeder darf, wie er will, hätte man wahrscheinlich 47 zu 47 rausgekriegt am Ende. Und so ein Gesetz haben sie uns halt geliefert. Wir sind noch nicht ganz am Ende angekommen. Wir müssen zur Legalisierung noch ein bisschen weiterlaufen und wir müssen noch ein paar Leute überzeugen. Aber immerhin sind wir weit gekommen. Also unsere eigenen Umfragen wurden uns dann teilweise auch entgegengehalten von Merkel tatsächlich selber und Mortler haben beide mal gesagt, ja, hier, die haben ja gar keine Mehrheit. Die Mehrheit ist ja gegen Legalisierung. Das immerhin können Sie jetzt nicht mehr sagen. Insofern, so weit, so gut. Aber ein bisschen muss noch gehen. Thema Öffentlichkeitsarbeit. So, das ist ein Strang, der für mich immer wichtig war, ne, weil ich gesagt habe, das Ganze ist auch ein Beispiel dafür, dass Demokratie funktioniert, dass wir die nutzen sollten, die Möglichkeiten der Demokratie, auch wenn es ewig dauert. Ja, und auch wenn wir uns bewusst sind, jeder Einzelne, der sich da engagiert, ist nur ein 80-Millionstel von den Leuten, die hier wohnen. Aber immerhin, ja, wenn wir in irgendeinem anderen Land wären, die meisten Länder der Welt, könnten wir das so gar nicht machen. Ich hätte das so nicht machen können. Ne, mit offen Meinung sagen und gegen den Staat agieren, im Sinne von, euer Gesetz passt mir nicht, ihr verfolgt mich hier, ja, was soll der Scheiß? Ich bin einfach ein völlig unbescholtener Bürger, ich habe kein Unrecht begangen und ich will gefälligst auch nicht so behandelt werden wie ein Straftäter. In meisten Ländern hätte ich das nicht machen können. Hier ist das möglich und es war möglich, auch wenn es extrem zäh war sozusagen und ich natürlich auch nicht für mich alleine jetzt irgendwie beanspruchen will, dass ich das jetzt irgendwie gemacht hätte, sondern da haben natürlich Tausende von Leuten mitgeholfen, immer mehr mitgeholfen.
die genau dasselbe erlebt haben, ja, auch alle als 81 Millionste sich irgendwie beteiligt haben an der ganzen Sache, seid jetzt als BAV-Mitglied meinetwegen auch nur passiv oder mal mit Nachbarn geredet haben, mit Kollegen geredet haben, mit Oma und Opa geredet haben und so weiter und so fort. Ja, da gibt es ja alle möglichen Abstufungen von Aktivismus. Und das ist auch eine Schiene, die ich vielleicht noch mal kurz erläutern sollte. Wieso sind wir so viele geworden? Am Anfang waren wir nicht viele. Da kannte ich Legalisierer, als ich dann angefangen habe in den 90ern, habe ich gesagt, 96, so, okay, was ist denn jetzt hier los mit Legalisierung, wie kriegen wir das jetzt hin? Ein paar Monate später kannte ich die ganzen Leute. Unter anderem auch die, die die Bücher geschrieben haben, die ich gelesen habe. Da gab es ja auch kein Internet im Prinzip. Ja, klar gab es das, ne? Man hat auch schon mal gehört irgendwie und wir hatten auch im grünen Büro schon einen Computer, haben den aber jetzt nur zum Ausdrucken benutzt eigentlich von irgendwelchen Briefen. Ansonsten, unser Mitglieder-Newsletter bei den Grünen in den 90ern lief so, dass wir am Computer, am Kopierer gestanden haben, da irgendeine Vorlage zusammengefrickelt haben, die dann 200 Mal kopiert und in Briefe gesteckt und an unsere Mitglieder verschickt. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt vor der Weltreise 2000 je eine E-Mail verschickt habe. Und dann kam ich wieder und dann war das alles so da mit den E-Mails. Und dann kam irgendwann Facebook. Ich habe also eine politische Revolution des Internets sozusagen erlebt, die wirklich wahnsinnige Auswirkungen gehabt hat. Vorher konnte man im Prinzip nur 1:1 mit Leuten kommunizieren. Man hat telefoniert, man hat Faxe geschrieben, aber immer nur mit einer Person. Und E-Mails auf einmal hatten die Möglichkeit, mit mehreren auf einmal zu kommunizieren. Mehreren Leuten eine E-Mail zu schreiben, eine E-Mail-Liste einzurichten, war der Hammer. Plötzlich konnte man Leute zusammenbringen, die auf einmal kommunizieren miteinander, die das gar nicht gewöhnt waren. Auch unsere Mitglieder beim Handverband. Wir haben nie ein Papierbrief-Dingens irgendwie rumgeschickt. Ja, da war von Anfang an PDF und E-Mail und so weiter. Wir haben uns gar nicht befasst mit dem ganzen Papierscheiß irgendwie der alten Zeiten, der 90er. Und das war ganz gut so. Das hat uns halt wirklich von Anfang an ganz andere Reichweiten, ganz andere Möglichkeiten beschert, als das in den 90ern der Fall war. Dann kam Facebook als erstes wesentliches soziales Netzwerk. Und die Leute hatten alle Angst. Die haben vielleicht mal ein bisschen geguckt, was wir so machen. Aber die ersten 100 Leute, die sich getraut haben, auf Facebook gefällt mir zu klicken, beim Handverband, das waren die ganz harten. Da war dann durch die Speerspitze, ne, die Leute, die nichts zu verlieren hatten, die Punker irgendwie, ja, Arbeitslose, was weiß ich so, ne, die sowieso, die paar Leute, die bei der Hanfparade ganz vorne mitgelaufen sind irgendwie und dann mit ihrem Gesicht eh dazu standen. Aber die anderen so, ja, ihr habt ja recht, ne, ist ja alles schön und gut und so, ne, aber jetzt gefällt mir klicken, traue ich mich nicht. Das war so zähes Brot erstmal. Ne? Mittlerweile haben wir 160.000 Facebook-Fans, auch schon seit 10 Jahren stagniert hat vor sich hin. Ne? Weiß nicht genau seit wann, aber irgendwann war vorbei mit Facebook. Jedenfalls mit Wachstum bei Facebook. Aber das war natürlich ein Riesending. Alleine schon irgendwie die Leute dazu zu bringen, dass sie sich das trauen. Dass es erlaubt ist, seine Meinung dazu zu sagen. Einfach, indem man so einen Scheiß gefällt mir klickt. Oder auch eine Struktur zu unterstützen als Privatperson, die Cannabis legalisieren will. Das ist eine Meinungsäußerung sozusagen durch Geld, die vollkommen legitim ist, wo mir keiner was kann, wo keiner eine Hausdurchsuchung deswegen machen kann. Und trotzdem hatten die Leute immer Angst, auch Mitglied zu werden beim Handverband. Auch da waren die ersten paar Leute, die ersten Privatleute, echte Pioniere, ja, die ganz angstbefreiten, super hardcore mutigen Leute. Und wir haben es geschafft, das nach und nach immer weiter auszuleiern sozusagen, immer normaler zu machen, Cannabis normal. Ja, und dazu gehört auch gehört, dass ich als Person viel konservativer aufgetreten bin, als ich eigentlich bin. Nun sind wir auch als Branchenverband ursprünglich gestartet, muss man vielleicht auch noch dazu sagen, mit Headshops und Growshops und so weiter 2002. Ne, das waren jetzt Privatleute, haben wir erst seit 2006 dazu genommen. Aber das waren ja damals auch alles Herzblut-Legalizer. Ja? Das war nicht so wie jetzt diese ganzen kanadischen Firmen und so weiter und jetzt die New Economy, wo lauter Leute da reinströmen, die mit Cannabis eigentlich gar nichts zu tun haben, vielleicht gar nicht konsumieren und so. Ja, das waren halt auch alles Hardcore-Legalizer. Insofern, die waren nicht der Grund zu sagen, ich muss jetzt da konservativ auftreten. Das waren vielleicht eher ein bisschen später die großen Firmen. Aber die Leute da draußen, die Klischees hatten über Cannabis im Kopf, ja, wie die auszusehen haben, die Leute, mit Dreadlocks und abgerissen und stinkig und kaputt und völlig verwirrt und so weiter. Ne? Und dann bin ich da irgendwie überall aufgetreten und mit vernünftigen Klamotten, mit einer normalen Frisur und einigermaßen normal gerade ausredend und so. Und war im Prinzip auf der Mission, irgendwie die ganzen Klischees zu zerstören erstmal und zu zeigen,
auch normale Leute können sich zur Legalisierung äußern. Die werden trotzdem nicht verhaftet. Ja, ich bin nie verhaftet worden, war immer noch da, die ganze Zeit. Und ja, insofern haben sich auch immer mehr Leute getraut, eben mit ihren Familien zu reden, mit ihren Verwandten und so weiter, wie ich eben geschildert habe. Und wir sind immer mehr geworden. Bis hin eben zu diesen Massen an Leuten, die sowohl uns unterstützen, als auch im richtigen Moment den richtigen Klick gemacht haben, an diversen Stellen dieser ganzen Zeitschiene. Ein Beispiel ist die Millionärswahl. Ja, das war auch so ein Ventil. In Medien war ganz lange noch ganz schön düster, wo das auch alles sehr negativ dargestellt worden ist. Auch dafür war Internet natürlich super, da man eine andere Möglichkeit hatte, als normale Medien da auch Informationen zu verbreiten. Aber es war auch ein Ventil, um Aktivismus irgendwie auf die Straße zu kriegen. Die ganzen Leute, die wir jetzt eingesammelt hatten, die irgendwie darauf gewartet haben, ja, jetzt müssen wir was machen mit dieser ganzen Power, die wir da zusammengesammelt haben. Auf die Straße zu kriegen, waren die Leute immer schwierig, muss man auch dazu sagen. Ja, die Angst ist bis heute, glaube ich, da. Und vielleicht ist es auch ein bisschen die Wirkung vom Cannabis, ich weiß nicht, die dazu beiträgt, dass die Leute nicht großartig auf die Straße gehen. Riesendemos haben wir noch nie hingekriegt. In den 90ern gab es mal ein, zwei richtig große Hanfparaden, aber das war's. Ja. Alle anderen, auch in diesem Jahrtausend, glaube ich, noch gar keine einzige Hanfparade über 10.000 Leute. Das war nicht schlecht, wenn man da mit rumläuft, macht das auch Spaß, sieht auch gut aus, ne, fühlt sich gut an. Aber im Vergleich zu wirklich großen Demos ist das nicht viel. Was? Ist das im Ausland anders? Ja. Teilweise. Ja, ich meine, gibt auch weltweit nicht viele Riesendemos. Ja. Bei den Amerikanern, wo man jetzt wirklich sieht, da ist das Ganze eben auch durch Bevölkerung getragen und durch Volksabstimmung mit Mehrheiten wird legalisiert. Aber da gibt es auch keine Riesendemos. Ja. Da gibt es ganz vereinzelte Spots. Zum Beispiel der CLL-Hempfest war immer ziemlich groß mit irgendwie über 100.000 Besuchern, wo aber auch so eine Mischung aus Konzert und irgendwie Verkaufsständen ist und so weiter. Aber auf der Straße insgesamt, also der Kampf wurde nie auf der Straße jetzt großartig geführt und gewonnen, sondern tatsächlich eher ja, in der Debatte irgendwie und im Internet. Und ja, Millionärswahl, wie gesagt, ne, Fernsehshow von wegen, gibt 27.000 Bewerber. Um die Millionen, die jetzt irgendwie erst auf einer Internetplattform gewählt werden sollten und dann von den Zuschauern, wer die Millionen kriegen soll, man sollte Werbung machen dafür, warum man die jetzt kriegen soll, die Millionen. Weiß nicht, wissen vielleicht nicht alle hier im Raum, dass ich die dann letztendlich gewonnen habe. Auch da wieder war ich der konservativste von allen. Ja, da gab es irgendwelche Sportler, die irgendwelche Mätzchen vorgemacht haben, irgendwelche Bands, die gespielt haben und mal im Fernsehen wollten. Und die Sportler haben reihenweise gesagt, sie wollten mit dem Geld Sportschulen für arme Jugendliche in benachteiligten Stadtteilen aufbauen. Eine Truppe hat gesagt, sie wollten ein Stadion bauen von der Million, was ich auch ganz witzig fand, ne, wo man vielleicht 500 davon braucht oder so. Ich habe mich dahingestellt und gesagt, ich will Cannabis legalisieren, ich will Fernsehspots machen und so. Hab das dann gewonnen letztendlich, ne, sowohl eben in die Sendung überhaupt reingewählt zu werden, dann bis zum Finale. Und das war eben ein Beispiel, wie diese Massen an Leuten, die wir mittlerweile erreicht haben und mobilisieren konnten, zumindest für Klicks im Internet, einen Unterschied gemacht haben. Oder als Merkel auch das Internet, Neuland Internet entdeckt hat und so eine Art Bürgerbeteiligung 2.0 veranstalten wollte, hat Obama kurz vorher vorgemacht gehabt. Erst hat sie gesagt, wir machen das per YouTube. Die Leute sollen Fragen auf YouTube stellen und die bestgevotetsten 10 Fragen werden wir beantworten, werde ich beantworten als Kanzlerin. Da war ich gerade auf einer Konferenz in den USA. Und der Kollege Max Plenert hat das gemacht. Er hat gesagt, ja, Merkel macht da so eine Sache, ich erzähl mal gerade eine Frage in die Kamera. Ja, super easy, simpel. Ja, wenn man das Video heute sieht, will man auch denken, so, echt jetzt? Und hat dann eben gefragt, ja, Frau Merkel, das wäre doch voll sinnvoll, Cannabis zu legalisieren, warum machen wir das nicht? Auf Platz 1 das Ding, ja, von 6.000 Vorschlägen. Und sie musste das beantworten, ja, und hat dann irgendwas erzählt von wegen, das wäre ja doch irgendwie sehr, sehr suchtabhängig machend und so weiter. Und das könnte man ja nicht machen. Und Alkohol wäre dagegen irgendwie was Kulturelles und das wäre in Ordnung. Dann hat sie, kurz danach, hat sie nochmal eine eigene Plattform gemacht. Zukunft für Deutschland hieß das Ding, wo man nicht Fragen, sondern Vorschläge einreichen sollte. Wir natürlich, ja, Cannabis legalisieren, ne, haben wir vorgeschlagen. 11.000 Vorschläge, wir waren auf Platz 2 von 11.000 Vorschlägen. Ihre Ansage war, der Gewinner kommt ins Kanzleramt, wird eingeladen, kann seine Idee mal vorstellen irgendwie und das wird dann irgendwie kommentiert und so weiter.
war also auch der erste Cannabis-Lobbyist im Kanzleramt, auf Platz 2 von dieser ganzen Wahlgeschichte da. Einfach mal nur so als Beispiel, wie wichtig das war, immer irgendwie Community mit dabei zu haben, am Start zu haben, an der richtigen Stelle, im richtigen Moment, um dann eben irgendeinen Durchbruch zu erzielen. Das sind alles Sachen gewesen, die Aufmerksamkeit erreicht haben, die in großen Medien natürlich dann auch wiedergespiegelt wurden. Und wo Leute gemerkt haben, ja, das ist eine normale Position, diese Forderung nach Legalisierung. Und offensichtlich wollen das sehr viele Menschen. Ne? Interessiert das sehr viele Menschen? Ist das ein Thema, was brennt irgendwie da draußen? Das haben wir immerhin mit diesen ganzen Aktionen geschafft, das wirklich so in die Köpfe reinzubrennen. Das hat Leute interessiert. Abgesehen davon natürlich, ne, Finanzierung habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt. Community, das gehört ja auch dazu. Seit 2006 hatten wir private Mitglieder beim Handverband. Und die sich nicht getraut haben, Kopf aus der Tür zu stecken und ne, auf Demos zu gehen und so weiter, die konnten zumindest dann mit ihrer geronnenen Energie, wie mal jemand gesagt hat, in Form von Geld unsere Arbeit überhaupt erst ermöglichen. Ich habe ja gesagt, ich habe als einzelner Minijobber angefangen damals. Jetzt sind wir 9 Leute hier beim Handverband und können natürlich jetzt viel anders agieren und ganz andere Sachen stemmen, als das eben vorher der Fall war. Die Millionärswahl ist auch ein Punkt gewesen, der mir die DHV News überhaupt erst ermöglicht hat. Geträumt habe ich da jahrelang schon vorher gehabt davon. Ne? Und dann hatte ich die Möglichkeit, okay, zu sagen, hier ist ein Raum, den ich dafür benutzen kann, eine Kamera und vernünftiges Licht und jemand, der die Videos schneidet und so weiter. Hat die Community ermöglicht letztendlich. Unsere ganze Arbeit hat die Community ermöglicht. Und die aufzubauen von den ersten 100 Leutchen auf Facebook bis zu dem Punkt, wo wir jetzt sind, war eine lange Geschichte. Ja, ich bin jetzt insgesamt 22 Jahre, wie gesagt, hauptberuflicher Legalisierungslobbyist, 96 Selbstanzeige, war 28 Jahre her, wegen 4 Gramm. Jetzt darf ich die 4 Gramm besitzen, 28 Jahre später. Aber immerhin, ja, hat funktioniert. Demokratie, wunderbar, cool, soweit, so gut. Ja, also geht noch ein bisschen weiter, aber immerhin guter Zwischenschritt, sage ich mal. Ich vergleiche das gerne mit einem Fail, den ich mal hatte. Ich war im Aufsichtsrat der Stadtwerke Remscheid und da war dann irgendwie der Ticketautomat am Busbahnhof, war weg. Weil die Leute immer die Tasten angeflemmt haben. Und die konnten damals noch keine Automaten bauen, die das irgendwie ausgehalten haben. Und ich sage, ey Leute, das ist doch der zentrale Busbahnhof, da muss doch ein Ticketautomat hin. Nö, das geht nicht, die Leute verbrennen das immer, müssen einen Schalter kaufen. Macht aber um 4 Uhr zu, der Schalter, ja egal. Ja, war halt nichts. Ne? Ich war im Aufsichtsrat der Stadtwerke, da dachte, okay, ich kann jetzt hier mal richtig wuhlen irgendwie und mal richtig sinnvolle Sachen entscheiden. Nö, keine Mehrheit war nicht. Ne? Der Direktor sagt, braucht man nicht. Jetzt gibt es natürlich einen Ticketautomaten am Remscheider Hauptbahnhof, Busbahnhof, aber damals kein Weg rein. Ne? War für mich ein krasser Fail irgendwie. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. So eine scheiß Kleinigkeit kann ich nicht durchsetzen hier irgendwie als der Oberboss im Aufsichtsrat. Weil das ist halt ja bekloppt. Naja, aber muss man dann halt auch mal mitnehmen. Ne? Und danach habe ich dann gesagt, okay, dann legalisieren wir mal Cannabis jetzt. habe ich nicht entmutigen lassen davon. Ist halt auch Demokratie, da hat manche Sachen eben nicht funktionieren. Ne? Aber naja, mit ein bisschen Geduld. Wie gesagt, der Ticketautomat ist jetzt auch da. Ne? Haben wir dann meinen Nachfolger gemacht, das wieder durchzusetzen. Naja, soweit so gut. Also das war jetzt der Punkt. Community, öffentliche Meinung. Ich nenne mal noch ein paar andere Geschichten. Wir haben uns natürlich auch angeguckt, was in anderen Ländern so passiert. Oder ja, ich habe ja gesagt, das ist ja sehr subjektiv. Ne? Also andere würden die Geschichte ganz anders erzählen. Aber schon in den 90ern, bei diesen grünen Netzwerksachen da, haben wir uns viele Sachen angeguckt. Unter anderem waren wir in den Niederlanden bei der Stichting Drugsbeleid, also Drogenpolitische Stiftung, wo Wissenschaftler zusammengekommen sind. Unter anderem ja, auch hochkarätige Leute wie ein ehemaliger Botschafter der Niederlande, Jan van der Tas, ein paar Professoren, ein paar Doktoren dabei, die für Legalisierung waren, gegen Prohibition. Das gab es in Deutschland einfach nicht. Und ich dachte, das muss es geben. Wieso gibt es das bei uns nicht? Na, da gibt es doch die Professoren, die Bücher geschrieben haben, habe ich am Anfang erzählt. Ja, was ist mit dem Quensel und mit dem Scherer und so? Wieso machen die sowas nicht? Wir hatten, der Typ, der das andere Buch geschrieben hat und ich, zwischendurch mal vor dem Handverband gedacht, wir machen noch eine Stiftung, suchen einen super reichen Typen, wie das bei der Drug Policy Alliance in den USA war, dem George Soros, ne, dem Chef, Nadelman, Ethan Nadelman, der war vorher Harvard-Professor. Der George Soros ist ein superreicher Milliardär-Typ, der bei dem angekommen hat, gesagt, ey, du hast mal einen coolen Drogenpitchen-Artikel geschrieben, ich finde, du solltest eine Organisation machen, hier, bam, hast du ein paar Millionen irgendwie, kauf dir eine Sekretärin und mach mal eine Organisation. So haben wir das auch zuerst versucht in Deutschland, ne, haben wir mal geguckt, okay, finden wir den Milliardär, machen schon mal einen Beirat dafür, ne, haben die ganzen Professoren zusammengeholt und gesagt, ey, wollt ihr nicht Beirat für die Stiftung sein?
ja, machen wir. Haben wir den Beirat, aber irgendwie ist der Milliardär nicht um die Ecke gekommen, der uns die Kohle dafür gegeben hat. Da war das irgendwie nichts. Da haben wir dann doch am Ende der Hand verbannt. Aber die Typen waren noch da aus dem Beirat. Und ich sage, ey, ist dich den Drucks beleidigt? Wollen wir nicht so ein Netzwerk erstmal machen, ohne die ganze Kohle? Ihr trefft euch doch alle immer nur auf diesen Konferenzen. Ja, die reden natürlich schon miteinander irgendwie, aber zweimal im Jahr auf einer Konferenz irgendwo, weil die hatten ja alle noch kein Internet, sondern nur Telefon und Fax. Und ich sage, ey Leute, E-Mail-Liste, voll gut, alle gleichzeitig kommunizieren. Das war toll, hat funktioniert. Ja, das war im Prinzip der Keim des Schildower Kreises. Alle Hände hochhalten, bitte, die den Schildower Kreis kennen, die schon mal davon gehört haben. Wollen wir mal gucken, ob irgendwer hier ist. Ihr da hinten habt noch nichts davon gehört. Okay, es gibt doch Leute im Raum, die das nicht kennen, immerhin. Heutzutage ziemlich etabliert Wissenschaftler, die Prohibition kritisieren. Na, die aus einer ganz anderen Perspektive als wir, als Aktivisten oder als irgendwie komisch grüne, linksversiffte Leute da irgendwie und die ganzen Demo-Fritzen, ja, dieses ganze Flotterzeug da irgendwie Cannabis legalisieren will, ist ja klar, ne, aber doch keine ernstzunehmenden Leute. Ja doch, Wissenschaftler. Ja. Wir hatten Kriminologen dabei, wir hatten Mediziner dabei, Sozialarbeiter dabei, ein Pfarrer ist dabei heutzutage, wer es aber von Anfang an dabei war. Diverse, also auch Staatsrechtler, so Juristenleute verschiedenster Couleur. Okay, super, check dran irgendwie, wir haben den Schildower Kreis. Hat uns gefehlt, haben wir jetzt, als ein Baustein dieser ganzen prohibitionskritischen Stimmen, die braucht, um das ganze Thema grundsätzlich anzugehen mit der Prohibition. Anderes Beispiel, ich habe immer als wichtigste Gegenpartei die Polizei empfunden. Bei allen Anhörungen, wo ich war, als Sachverständiger, waren Polizeivertreter dabei von den unterschiedlichen Gewerkschaften, GdP, DPG, manchmal vom LKA, BKA. Die waren praktisch immer gegen Legalisierung, bis auf ganz wenige Ausnahmen, wo sie mal für Entkriminalisierung waren. Aber eigentlich, die waren immer da und waren immer dagegen. Und das hat keine andere Struktur so stabil gemacht wie die Polizei. Mir irgendwie entgegenzustehen, zu sagen, auf gar keinen Fall dürfen wir legalisieren. In den USA gab es die Bewegung LEAP, Law Enforcement Against Prohibition, mit dem Typ, Howard heißt er, glaube ich, der auf dem Pferd rumgeritten ist, tausende von Kilometern mit dem T-Shirt, Cops say legalize, ask me why. Und die dann LEAP gegründet haben. Mit vielen Sprechern, Riesenorganisationen in den USA. Ich dachte, ey, das braucht man ja auch. Und hatte 2007 oder 2008 ein Buch veröffentlicht mit Steffen Geier zusammen, Rauschzeichen Cannabis. Auch nette Komponente in der ganzen Geschichte. Auf jeden Fall habe ich das Buch an alle Polizeipräsidenten in Deutschland geschickt und gesagt, ey Leute, wie sieht das denn aus hier? Ich höre immer nur Polizei gegen Legalisierung, aber eigentlich macht das für euch doch gar keinen Sinn, die ganzen harmlosen Leute da zu jagen, die tun doch keinem was, da ist kein Unrecht. Und findet ihr nicht auch, dass ihr was Besseres zu tun habt? Und außerdem gibt es da diese Organisation, Law Enforcement Against Prohibition. Habt ihr nicht Bock da drauf? Und meistens habe ich gar keine Antwort gekriegt, von manchen eine ablehnende, ein oder zwei neutrale. Und Hubert Wimber aus Münster, Polizeipräsident, hat mir geschrieben, ja, Junge, hast recht, lass mal reden über LEAP. Dann hat er aber leider einen Maulkorb gekriegt vom Land NRW, der durfte das nicht machen. Ist ja ein politischer Beamter, ne? Den können sie dann irgendwie auch mal sowas verbieten. Und dann musste er auf seine Rente warten. Und dann haben wir LEAP tatsächlich gegründet. Er als Sprecher immer noch, Sprecher von LEAP Deutschland. Und jetzt hatten wir eine Polizeiorganisation, die das Ganze mal in Frage stellt. Die endlich mal irgendwie auch organisierten Widerstand leistet innerhalb dieser ganzen Polizeicommunity gegen diese ganze unzerbrechliche Kriminalisierungsfront. Hat dann immer noch auch lange gedauert, aber mittlerweile ist immerhin die GdP auch gekippt. Vor nicht allzu langer Zeit, da ist ein Jahr her jetzt oder so, auch mit dem Personalwechsel in Verbindung, der Kupelke, der da jetzt der Chef ist, seitdem haben die sich auf neutral gestellt und gesagt, ja, eigentlich haben wir da gar nichts so zu sagen, das ist gar nicht unsere Aufgabe, da zu entscheiden. Da muss die Politik entscheiden, ob das legal sein soll oder nicht. Wir müssen das nur ausführen und flankieren und wir reden dann bei den Details mit, damit das für uns nicht total unpraktikabel wird. Auch so ein Punkt, da hat sich ewig hingezogen, das Ganze irgendwie, aber es waren alles Bausteine, die irgendwie in die ganze Geschichte mit reingeflossen sind. So, jetzt müssen wir auf die Uhr gucken, wahrscheinlich bin ich schon bald durch. Oh ja, bis 18 habe ich Zeit, ne, genau. Na, ist noch ein bisschen Zeit.
So, jetzt müssen wir ein bisschen schon überlegen, ne, welche Aspekte gehe ich denn, nehme ich sonst noch mit rein. Zum Beispiel vielleicht noch so etwas Gescheitertes. Wer ist gegen Legalisierung? Bei den Umfragen sieht man ja nicht nur insgesamt, wer ist dafür, wer ist dagegen, sondern auch wer. Und man sieht, Frauen sind überwiegend dagegen, viel mehr als Männer, was irgendwie vermutlich mit diesem Kinderbehüten-Ding zu tun hat. Männer gelten auch in der Erziehung eher, also Väter eher als die Risikobereiten sozusagen, ne, und die Mütter eher als die Beschützenden. Es geht auf jeden Fall um Angst um die Kinder. Das ist ja sowieso das alles bestimmte Gegnerthema, ne? Das kommt ja immer wieder mit den Kindern. Bildung spielt eine Rolle. Je schlechter die Bildung ist, je schlechter der Schulabschluss ist und so weiter oder Studienabschluss, desto mehr sind die Leute gegen Legalisierung. Großstadt, Land spielt noch ein bisschen eine Rolle, aber schon wieder weniger. Und Alter hat am Anfang eine große Rolle gespielt. Also muss man uns überlegen, was fangen wir jetzt damit an? Beim Alter war die Entwicklung ganz interessant über Cannabis als Medizin. Das war eine Sache, die wir auch gesehen haben, überall da, wo es wirklich Richtung Legalisierung als Genussmittel geht, ist eigentlich vorher Medizinthema gewesen. In Uruguay war das nicht so unbedingt der entscheidende Punkt, aber in den USA ist das eigentlich immer vorausgegangen sozusagen. Und da auch verständlich, wenn man eben sieht, das ist ein Generationenthema. Junge Leute sind viel eher für Legalisierung als Ältere, die ja auch viel mehr Berührung damit haben. Das ist auch so ein Punkt. Also Erfahrung mit Cannabis spielt eine ganz große Rolle. Wer Cannabis-Erfahrung hat, ist viel eher für Legalisierung als die, die da überhaupt nicht die Wirkung gar nicht kennen. Und die das wirkt sich auch so unmittelbar aus auf die Frage, für wie gefährlich halte ich das Ganze. Auch ein wichtiger Faktor. Ja? Wenn ich Cannabis für gefährlicher als Alkohol halte, bin ich gegen Legalisierung. Wenn ich es anders sehe, bin ich dafür. Aber nochmal zu den Alten. Cannabis als Medizin haben wir auch immer als Thema mitgenommen. Auch deswegen, nicht nur, muss man natürlich auch dazu sagen. Ja? Ist natürlich auch vollkommen noch viel ungerechter, Patienten irgendwie ihre Medizin zu enthalten oder sie zu bestrafen, wenn sie Cannabis als Medizin benutzen, als das bei Leuten ist, die das freiwillig als Genussmittel wählen. Ne? Ist zwar auch kein Unrecht, das zu tun und Unrecht, die zu verfolgen, aber bei Medizin noch viel mehr. Insofern sowieso sinnvoll, ja, aber es war auch klar, dass das ein Punkt ist, der ältere Generationen überzeugen wird. Weil die natürlich viel mehr Krankheiten haben, viel mehr Zipperlein und so weiter und teilweise verzweifelt nach medizinischen Alternativen suchen, weil die Schulmedizin halt keine vernünftigen Ergebnisse liefert in vielen Fällen oder tierische Nebenwirkungen hat und so. Und das war im Prinzip der erste große Meilenstein eben nach all den vielen Jahren Aktivismus, wo man sagen musste, eigentlich das ist schon ein riesiger Durchbruch. Auch noch ausgerechnet unter einer CDU-geführten Regierung, unter einer drogenbeauftragten Mordler, die auf einmal sagt, ja, wir müssen jetzt Cannabis als Medizin legalisieren. Unglaublich. Hat natürlich, das hat eigentlich besonders wenig mit mir zu tun, ja, muss ich auch dazu sagen. Das haben wir zwar nebenbei auch mitgespielt beim Handverband, aber da spielt natürlich ACM eine viel größere Rolle, Franjo Grotenherm und vor allen Dingen auch die Patienten, die da vor Gericht gezogen sind, die die Urteile erwirkt haben, dass sie selbst anbauen dürfen. Ne, da gab es dann am Ende irgendwie drei Leute, die diese Urteile gewonnen haben, wo klar war, die dürfen jetzt anbauen. Das BfArM muss denen eine Genehmigung geben, anzubauen. Und da haben die Panik gekriegt, ja, wo die gesagt haben, okay, jetzt fangen die Leute zu Hause an, den Handwerk zu bauen, geht ja gar nicht, jetzt müssen wir aber irgendwie regeln, dass die das von der Apotheke kriegen. Also wenigstens das. Ja, dann haben sie sofort die Genehmigung für den Eigenanbau wieder zurückgenommen, ja, sofort wieder gesagt, dürft ihr doch nicht anbauen, na, hier kriegt er jetzt irgendwie Krankenkasse und so. Dann hatten sie irgendwie erstmal Ruhe an der Front, dann haben die Gerichte auch nicht mehr weiter gesagt, okay, die Leute dürfen jetzt anbauen, sondern dann war das okay, na, da gab es halt eine andere Lösung dafür. Aber tatsächlich, mit der Zeit hat sich das halt ausgebreitet. 2017, als das Gesetz in Kraft getreten war, gab es mittlerweile schon Ausnahmegenehmigungen. Ja, mit vorher schon. 1000 Leute hatten wir erreicht Ende 2016 von Leuten, die per Ausnahmegenehmigung mit Rezept vom Arzt Cannabis aus der Apotheke gekriegt haben. Und dann kam das Gesetz. Ne, und zu den 1000 eben drei oder so, die selbst anbauen durften. Und dann ist die Zahl natürlich nach oben gegangen. Und immer mehr ältere Leute haben das mitgekriegt und haben die ganzen Medienberichte gesehen. Darüber, wie eben diese ganzen verzweifelten Leute plötzlich mit dieser Medizin gute Erfahrungen machen. Und auf einmal dieses Bild der furchtbar gefährlichen Droge, Einstiegsdroge, die zur Nadel führt und in die Gosse und ne, schrecklichste Substanz aller Zeiten, eine bessere Medizin ist als viele andere schulmedizinische Normalversorgungsmedikamente. Das war ein Gamechanger. Auf einmal war das ganze Drama um die fürchterliche Gefährlichkeit von Cannabis relativiert. Riesenschritt nach vorne.
Bei den Frauen ist es schlechter gelaufen. Da gibt es auch Beispiele aus den USA, Moms for Legalization, fand ich großartig. Mütter vor Legalisierung, ja, voll der, also für die ganzen ängste Leute voll der Pfeil im Kopf. Wie, Mütter für Legalisierung, ja? Sind die verrückt? Wollen die irgendwie ihre eigenen Kinder umbringen oder was? Ja, ne? Und dann muss man sich damit mal beschäftigen, wenn man so einen Satz hört. Ja, wenn ein eigenes Weltbild dermaßen irgendwie in Frage gestellt wird. Aber hat nicht funktioniert, ja. Das irgendwie nach Deutschland zu holen, leider. Wir haben mal versucht mit Business-Netzwerken, CANAFEM, gibt es glaube ich auch immer noch theoretisch, aber ist nie irgendwie richtig durchgestartet. Da hat man irgendwie Frauen zusammenholt, die irgendwie in dieser Cannabis-Industrie mittlerweile zu tun haben. Aber da hört man nie was von. Ja, da, hat jemand schon mal was von CANAFEM gehört hier im Raum? Naja, aber ihr kennt kaum halt, ne? Siehst du, das ist halt... Ja, genau. Ne? Und das ist in den USA letztendlich, da hat man einmal eine Weile davon gehört, Moms for Legalization, irgendwie super Sache, aber das ist auch nicht so durchgestartet, wie man brauchen würde, ja, um eben diese ganzen Ängste der mittelalten Frauen irgendwie ernst zu nehmen einerseits und andererseits aber auch aufzulösen und zu sagen, Leute, das ist nicht besser für eure Kinder, was wir da machen, das gefährdet die Kinder. Ja, die haben irgendwie jetzt dreckiges Zeug, gestrecktes Zeug, die können sterben, wenn die vom Schwarzmarkt irgendwie Scheißzeug erwischen mit künstlichen Cannabinoiden drauf. Wir müssen das regulieren. Letztendlich ist es auch besser, wenn Jugendliche aus dem legalen System, meinetwegen CSC, von älteren Geschwistern oder Freunden oder was mitkriegen, von der Qualität, die da ist, als wenn die eben diesen Dreck vom Schwarzmarkt kriegen. Das haben wir noch nicht geschafft, ne, diese Ängste vernünftig zu bearbeiten und die Leute wirklich zu erreichen, die das irgendwie betrifft. Ja, so viel mal zum Fail auch, ne, was dann auch zwischendurch immer mal passiert in Bezug auf die Gruppe. So, jetzt habe ich gerade noch mal einen interessanten anderen Strang. Jetzt, ich werde mal kurz mal reinwerfen, habt ihr eine Frage zu der ganzen Sache? Mal langsam in das Geschehen hier reinkommen. Kann ich mal irgendwas einweben in meine Geschichte der Legalisierung? Dort setze ich auch was anderes noch weiter. Ja. Polizei. Das im Prinzip habe ich schon auserzählt. Polizei habe ich immer wieder als den größten Gegenspieler erlebt. Ja. Also nicht so sehr wie andere immer denken, Alkoholindustrie, Pharmaindustrie, ne, dass die irgendwie das als Konkurrenz sehen und fürchterlich Lobby machen gegen Legalisierung, kann ich es nicht sagen. Man hat natürlich... Diese Keine macht den Drogenkampagne, die war auch mal von Brauereien finanziert, haben die dann auch irgendwann eingestellt, ne, weil das irgendwie dann doch zu albern Doppelmoral war. Aber das war eigentlich, das ist der einzige wirklich größere Hinweis in die Richtung. Und ich wüsste das, wenn die wirklich massiv von sich aus proaktiv Lobbyismus gegen Legalisierung betreiben würden, machen die nicht. Was sie machen ist oder gemacht haben, als es um Cannabis als Medizin ging, die Pharma-Leute, dass sie geworben haben für Fertigarzneimittel, für Produkte, Pillen, Pulver und so weiter, ne, gegen Blüten. Das können die nicht. Das ist ein offenes Scheunentor für irgendwelche neuen Player. Ne, jedenfalls nicht klassisch Pharmaindustrie. Das wollten die nicht. Ist ja immer noch so letztendlich, ne, dass sie versuchen, das irgendwie in ihre Kästchen reinzukriegen und Pillen zu verticken lieber als jetzt komische Blüten. Ja, genau. Also das ist eigentlich eher so, dass auch solche Player dann mittlerweile, sobald die sehen irgendwie, okay, vielleicht kommt das wirklich mit der Legalisierung, von vornherein versuchen, dann einen Fuß in die Tür zu kriegen. Zum Beispiel ist ja die Familie Krombacher beteiligt an Demican, eine der deutschen Firmen, die Cannabis als Medizin anbauen. Und in den USA gibt es viele Beteiligungen von Brauereikonzernen an kanadischen ja, Grasanbauern sozusagen, ne? Die versuchen da schon, genauso Tabak, ja, die versuchen da auch irgendwie im Untergrund schon mal hier und da ein paar Flöcke einzuschlagen. Noch ist es nicht so weit, aber die können jederzeit, wenn auf Bundesebene in den USA Cannabis legalisiert wird, dann müssen sie sofort Tabakkonzerne am Start haben. Also nicht so, wie man eigentlich denkt, klassisch, ne, dass die Gegner auf kommerzieller Basisebene da so sehr dagegen sind, sondern ich habe das wirklich eher, die Gegnerschaft eher im ideologischen Bereich gesehen, insbesondere Polizei, aber auch, ja, komische konservative Einstellungen oder so. Obrigkeitshörigkeit vielleicht. Ne? Die Konservativen sind hierarchischer strukturiert.
Das habe ich mal erlebt beim Vergleich der Parteitage. Ich habe ja gesagt, bei den Grünen war ich immer auf den Parteitagen, ne, wo zu einem Thema auch mal 4 Stunden lang basisdemokratisch diskutiert wurde, wie bekloppt. Während war ich auf dem CSU-Parteitag, wo der Kohl mit dem Hubschrauber eingeflogen wurde und eine Dreiviertelstunde lang die Leute vollgelabert hat. Todlangweilig war das, ich wäre fast eingeschlafen da. Und dann haben die danach irgendwie einen Haufen Themen ohne Debatte durchgestimmt. Ja, es gab 1-2 Themen, wo ganz kurz einmal Rede, Gegenrede kam und dann abgestimmt wurde. Und meistens wurde gar nicht geredet sozusagen. Ne? Und da war dafür stundenlang Kohlrede. Das heißt, was ich damit sagen will, die sind hierarchischer strukturiert im Sinne von, was sagen die da oben? Ja, das machen wir erstmal. Ne? Da muss schon irgendwie echt was passieren, bevor dann eine Palastrevolution kommt und irgendein Thema wirklich offen diskutiert wird, irgendwie auf offener Bühne und so weiter. Das heißt auch, dass die das nicht so gut glauben können, dass das keine Auswirkungen hat, wenn Cannabis verboten ist. Ja, das muss ja was auswirken, weil es ist ja verboten. Ja, das kann ja nicht sein, dass das alle Leute ignorieren. Die können sich das nicht vorstellen, dass das im Prinzip überhaupt keinen Einfluss auf den Konsum hat. Generalpräventive Wirkung nennen die das vom Verbot. Ne? Und deswegen sind die auch so sicher jetzt, dass der Konsum jetzt steigen wird, wie verrückt, durch die Entkriminalisierung, ja, weil die eben nicht mehr verboten ist. Und weil vorher ja bestimmt doch mindestens fast alle Leute sich dran gehalten haben, ja, an das Verbot, weil das ja so sein muss. Das hat aber im Prinzip bei einem Verbot, wo die Leute überhaupt kein Unrechtsbewusstsein haben, das Verbot überhaupt nicht einsehen, ja, dass sich daran keiner hält, das verstehen die irgendwie schlechter als andere, sagen wir mal, ne, als andere, was weiß ich, Linke und Grüne und so weiter. Die haben das verstanden, dass das gar nichts bringt. Naja, gut, kleiner Essay, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich da jetzt hingekommen bin. Polizei, ja, Gegner, ja. Ein Punkt, der, glaube ich, auch viel dazu beigetragen hat, dass sich viele engagiert haben, ist, dass ja diese Führerschein-Thematik viele betroffen hat. Und jeder, der dann zur MPU geschickt wurde, hat das dann direkt die Auswirkungen des Verbots zu spüren bekommen und auch die Motivation, da was gegen zu machen. Ne? Auf jeden Fall, war immer ein Riesenfaktor. Das war für die meisten Leute, jedenfalls die, weiß ich nicht, bürgerlichen oder die arbeitenden Leute, die auf Fahrzeug angewiesen waren, insbesondere, ne, um überhaupt irgendwie am Leben teilnehmen zu können, teilweise auch im sozialen Leben, wenn sie sehr ländlich gewohnt haben, viel größere Bedrohung als die Strafverfahren. Kann ich übrigens auch noch eine nette Anekdote zu erzählen. Nach dieser Selbstanzeige 96 haben wir weitergemacht. Und dann, damals war ich da noch in der ganzen grünen Soße im Prinzip aktiv. Und dann haben wir über den Bundesverband der Grünen Jugend eine bundesweite Selbstanzeigenkampagne gemacht, mit Leuten von der Grünen Jugend im Wesentlichen, nicht nur, wo in 5 Bundesländern 12 Leute am selben Tag zur selben Uhrzeit zur Polizei gegangen sind und denen 2 Gramm Dope auf den Tisch gelegt haben, damals war es noch eher Haarschalsgras, und gesagt haben, ist zum Eigenverbrauch. Ich habe erzählt, mein Verfahren ist nicht eingestellt worden, weil ich es nicht zum Eigenverbrauch besessen habe, sondern für diese Aktion mir habe schenken lassen. Die haben alle gesagt, es ist zum Eigenverbrauch. Alle am selben Tag, super Aktion. Die sind alle eingestellt worden tatsächlich, die Verfahren. Ist sehr unterschiedlich mit umgegangen worden in verschiedenen Polizeidienststellen. Also den Baden-Württemberg erstaunlicherweise wollten die nach Hause schicken und haben gesagt, ey, bist du verrückt, Junge, hau ab hier, ne? Lass das sein, ne? Wir müssen hier ein Strafverfahren machen. Und so, ja, dann will ich auch. Und in Leipzig haben die ausgerechnet einen Typ von der Grünen Hilfe. Also das ist übrigens auch schon eine bundesweite Organisation, die es damals schon gab. Das muss ich ja fairheitshalber erwähnen, gibt es auch immer noch, aber auch hört man auch nicht viel von. Aber der Typ damals eben war einer von denen, die eben Prohibitionsopfern damals schon geholfen haben, die beraten haben, der sich gut auskannte. Und der war auch bei der Polizei dann. Den haben sie festgehalten da, stundenlang, und haben erst gesagt, da ist kein Cannabis, was sie da haben. Ne? Damals war das noch nicht so im Osten, irgendwie, dass jeder Polizist wusste, wie Hanf aussieht und wie das riecht und so. Doch, ich kenne mich damit aus, das ist auf jeden Fall Cannabis. Und dann hat der Polizist mal rausgelaufen, irgendwie telefoniert mit dem Chef und wusste voll nicht, was er damit anfangen soll. Und wir haben mitgekriegt, irgendwie, dass er da festgehalten wird, der Typ. Die Freundin hat uns angerufen, dass er da nicht mehr rausgekommen ist aus der Polizeidienststelle, und haben wir da angerufen. Erst wir, ja, Landesarbeitsgemeinschaft Drogenpolitik NRW, wir haben sie da einen Gefangenen wegen Cannabis, warum halten sie den da fest, was ist da los? Und so, ja, auch nicht so genau. Und dann die Zeitung, muss ich auch erwähnen, ja, von wegen Öffentlichkeit und Community binden. Damals war natürlich Print noch eine große Sache. Und die Magazine Hanf und GoDerbs damals auch schon und Hanf Magazin. 2 davon gibt es eben schon jetzt heute nicht mehr. Die Grow ist die einzige, die aus der Zeit übrig geblieben ist. Aber der Jörg Kienetzki, Chefredakteur von der Hanf, war damals auch mit dabei.
Hat er auch da angerufen bei der Polizei in Leipzig. Also sie haben da den Gefangenen, haben wir gehört jetzt hier, ne, bundesweiter Skandal, was machen Sie da mit dem, lassen Sie wieder laufen und wieso haben Sie ihn festgehalten und so. Naja, dann hat er noch erzählt, hat die dann eben gesagt, na, machen wir jetzt eine Hausdurchsuchung. Ja gut, machen wir eine Hausdurchsuchung. Ja, müssen wir erstmal einen Hund holen. Holt er einen Hund. Ne? So ging das dann hin und her, ne? Und irgendwann haben sie dann aufgegeben, hatten keinen Hund am Start, irgendwie haben sie wieder laufen lassen, den Typ. Worauf ich raus will, 3 Typen von denen, die da mitgemacht haben aus dem Kreis Neuss, Theo Pütz und 2 andere, sollten den Führerschein abgenommen kriegen danach, wegen bloßem Besitz von Cannabis, ohne irgendeinen Verkehrsbezug. Und das war im Prinzip damals ein Zeitpunkt, wo diese ganze Sache sich verschärft hat. 98 gab es da eine Verschärfung in dem Zusammenhang und eben diese 3 mit den Besitzverfahren. Deswegen haben wir nicht weitergemacht damit, weil wir gesagt haben, okay, mit dem Strafverfahren, dann kann man den Leuten verklickern, das Risiko, ne, und das ist relativ gering und eine Einstellung wahrscheinlich und so weiter und wer das, ne, das kann man verkraften, ne, habe ich auch verkraftet. Aber Führerschein, das Risiko wollen wir den Leuten irgendwie jetzt nicht aufbürden, ne, das können die vielleicht nicht so richtig einschätzen, was das bedeutet, irgendwie erstmal länger ohne Führerschein dazustehen. Aber Theo hat die Leute rausgehauen da, der hat seinen Führerschein nie verloren und hat sich da so reingefuchst, dass er dann irgendwie den Leuten da jeder Führerscheinstelle und jedem Polizisten den Kopf verdreht hat mit seinen Paragraphen-Dschungel sozusagen und ist dann das Buch geschrieben später zu der Thematik Cannabis und Führerschein und sich über den Verein für Drogenpolitik zwischendurch engagiert gehabt, bis er dann selbstständig als Führerscheinberater lange in Berlin tätig war, bis er dann letztendlich gestorben ist vor ein paar Jahren. Aber wichtiges Thema auf jeden Fall, ne, das mich auch über diese Geschichte alleine schon irgendwie berührt hat von Anfang an, seit er überhaupt angefangen hat mit dieser ganzen Repression wegen bloßer Besitztatbestände, bis zu dem Zeitpunkt, wo irgendwann dann auch das Urteil kam in den 10er-Jahren, glaube ich, was dann gesagt hat, der bloße Besitz alleine ohne Zusammenhang mit Straßenverkehr reicht jetzt schon mal nicht mehr aus für so ein Verfahren. Ne. Auch da viele Jahre dazwischen, irgendwie zwischen dem Event, wo das losging und wo das wieder aufgehört hat und wo dann nur noch MPU angesagt war und bis zu dem Zeitpunkt jetzt, wo seit 1.4. zumindest der erste Verstoß auch im Verkehr nicht mehr ausreicht für eine MPU-Anordnung, sondern mehrere wie bei Alkohol zusammenkommen müssen. Also riesige Zeiträume, ne, sowas zu bearbeiten, aber irgendwie, irgendwann geht dann doch was vorwärts. International, ja, bitte. Herr Wurth, nebenbei eine Frage. Da ab 1.7. die Vereine sich untereinander unterstützen können, unter anderem mit Cannabis, mit änderten Zahlen an Mengen, ist eine Entkriminalisierung und eine Hilfe für Jugendliche, die früher Gras verkauft haben und eine Bande beiwohnten, somit auch Abhilfe geleistet? Oder wie sehen da die Sonderkommission und irgendwelche Gründungen für Einheiten der Polizei aus, die solche lapidaren, aktuellen Nummern jetzt auf Papier geändert seit 2024 auffangen? Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt mit den Banden verstanden habe. Aber beim Verkauf hat sich gar nichts geändert. Ne? Verkauf ist ja immer noch illegal. Ihr könnt weiter fragen, sonst erzähle ich noch was zum internationalen Teil. Damit habe ich ja auch im Intro angefangen, ja, dass das nicht in Deutschland alleine entschieden werden wird. Und das war auch nicht der Fall. Na, das war immer klar, das Ganze bewegt sich in internationalen Veränderungsströmen. Oder so ähnlich, ja, das ist, man hat so am Anfang hatte ich so die Vorstellung vom Dominostein geschehen. Ja, da hat so erstmal ein paar wenige Länder kippen und dann irgendwann kommt da mit den Dominosteinen Flächenbrand, zack, zack, und dann geht das wahnsinnig schnell weiter. So ungefähr habe ich mir das vor 10 Jahren vorgestellt, vielleicht. Ne? Ich habe gesagt, irgendwie die ersten US-Staaten, 2012, Colorado, Washington State, kurz danach Uruguay, ein paar weitere Staaten. Kanada 2018. Aber dann war schon klar, irgendwie, naja, so richtig dominomäßig, da sind wir noch weit von entfernt. Ja, das geht alles viel langsamer als gedacht. Kanada ist jetzt 6 Jahre her. Seitdem hat kein Staat der Welt mehr Cannabis legalisiert. Was ist enttäuschend? Ja, ich hätte gedacht, dass das schneller geht. Immerhin in den USA bleibt die Bewegung zumindest. Geht es weiter, ja, in dem Sinne, dass also immer weiter ein paar Staaten dazukommen jedes Jahr, aber auch nicht furchtbar schnell. Wir haben immer noch keine Legalisierung auf Bundesebene in den USA, obwohl die von wegen hier Meinungsumfragen und so weiter ein stabil 2/3 Mehrheit für Legalisierung haben. Seit Jahren. Deutliche Mehrheit, ganz anders als bei uns. Und trotzdem haben sie das noch nicht hingekriegt, ne, komplett zu legalisieren und so einen Flächenbrand eben mal so richtig irgendwie in Gang zu bringen. Was wir sehen, ist eher ein vorsichtiges Nase rausstrecken sozusagen, ein bisschen in die Richtung gehen irgendwie.
Entkriminalisierung auf verschiedenen Ebenen. Gerade in Europa kann man das gut sehen, ne, wo kein Land so richtig ganz weit vorsprecht. Eigentlich ist das schon so, seit die Holländer die Coffeeshops irgendwie geduldet haben. Sie haben die nie abgeschafft, haben immer viel Gegenwind von den europäischen Nachbarn gekriegt und haben es nie zu Ende gebracht sozusagen. Und immer sozusagen, sind zwei Schritte vorgegangen, vor alle anderen, haben immer geguckt, so kommt ihr jetzt hinterher oder kommt ihr nicht hinterher? Ja, so ist aber nie einer hinterhergekommen, also sind sie da stehen geblieben. Und dann kamen die Spanier jetzt mit ihren Anbauvereinen, die Schweizer mit ihren Modellprojekten. Modellprojekte werden auch an allen möglichen anderen Stellen diskutiert, zum Beispiel Kopenhagen im Stadtrat. Es gibt schon 4 Initiativen und Beschlüsse für Modellprojekte zur Cannabisabgabe. Ist immer wieder von der Bundesregierung abgelehnt worden. Ganz ähnliche Entwicklungen und Diskussionen wie bei uns. Aber es gibt eben diese kleinen Schritte nach vorne, ne? Vereinzelt Malta, ne? Ganz weit, ganz wichtig, wichtiger Schritt nach vorne, weil das zum ersten Mal eine richtige Regulierung war. Zum ersten Mal richtig legaler Besitz von Cannabis, nicht nur geduldet. Ja, das hatten wir vorher eigentlich irgendwie auch, irgendeine Art Entkriminalisierung. Die Drogenbeauftragten haben schon, letzten 3-4 Drogenbeauftragten haben immer alle gesagt, ihr seid doch entkriminalisiert, was wollt ihr eigentlich? Die Verfahren werden nur eingestellt. Ne? Und dann, das war aber ja immer noch Strafverfahren. Aber in anderen Ländern war es schon eher so eine Ordnungswidrigkeit, ne, mit dem Konsum und dem Besitz geringer Mengen, und die haben wirklich weggeguckt. Ja, da war klar, da passiert ja nichts damit. Auch mit einzelnen Pflanzen wie in Spanien, wo dann die Clubs erst daraus entstanden sind. Aber da war eher alles weggucken als wirklich vernünftig legal reguliert. Das war Malta eben ein Riesenschritt nach vorne. Besitz, Eigenanbau und die Clubs vollständig legal reguliert, ohne Wenn und Aber, ohne irgendwie Dulden und Weggucken und Himmel und vielleicht, sondern ganz klar, bam. Und da sind wir jetzt eben hinterher gelaufen sozusagen und haben noch ein bisschen oben drauf gelegt, wieder so einen kleinen Schritt nach vorne. Und, na gut, 7 Gramm in der Öffentlichkeit in Malta, wir machen mal 25. Bei uns darf man die Pflanzen sehen, die man selbst anbaut, in Malta nicht. Ja, also jetzt ein bisschen nach vorne wieder. Ne? Wenn wir jetzt noch, wenn Säule 2 noch käme, mit Modellprojekten, wo alle Einwohner der Region, meinetwegen Region Berlin, ja, da geht es schon um hunderttausende Konsumenten, die auf einmal im Shop einkaufen dürfen, wäre auch keine richtige Legalisierung, wäre nur ein wissenschaftliches Projekt, regional und zeitlich begrenzt, aber wäre ein Riesenschritt nach vorne im Vergleich zu allem, was wir bisher zum Beispiel in der Schweiz eben auch an Modellprojekten sehen. Also es geht eben in kleinen Schritten vorwärts. Wir haben ein paar Länder, wo die obersten Gerichte was entschieden haben. In Südafrika zum Beispiel hat jetzt auch gerade endlich unterschrieben, das Gesetz vom Urteil, was 2018 gefällt worden ist, ja zur Entkriminalisierung der Leute. Dauert als ewig, aber ja, gibt irgendwie Bewegung nach vorne. So ein paar ganz schräge Ausreißer wie in Thailand, ja, wo so irgendwie einfach Cannabis aus der Liste der verbotenen Substanzen streichen und sagen, das ist aber jetzt nur für Medizin legal, und sich dann wundern, dass überall die Shops aus dem Boden sprießen und sagen, sie würden das jetzt zurückdrehen, ja, und kein Mensch weiß, was das jetzt eigentlich bedeuten soll. Jedenfalls gibt es kein Regulierungsgesetz oder so, ne, und das ist so eine halbdemokratische, halbmilitärregierung, wo man nie weiß, wo das jetzt genau hingeht. Ja, aber auf jeden Fall auch irgendwie ein Riesenschritt nach vorne irgendwie erstmal. Ja, mal sehen, ob das so bleibt. So sieht die Entwicklung im Moment eher aus. Und so sieht es auch bei uns aus. Ne? Wie gesagt, das ist so ein korrespondierendes System, wie so Membranen irgendwie. Und man kann nur hoffen, dass durch die ganzen Rechtsruckgeschichten, die wir jetzt sehen bei den Wahlen, dass das nicht wieder zurückgeht auch. Ne? Kann auch passieren. So, jetzt. Ich habe eine Frage. Ja, warum? Lass mal, genau. Mikro mal rumgehen. Fangen wir mal an. Entschuldigung. Warum fehlt der Wille zur Kommerzialisierung, wie zum Beispiel bei Tabak oder anderen Sachen, die Steuergelder zu benutzen, halt zur Prävention und natürlich auch, um den Leuten dann zu helfen? Das wären ja Steuereinnahmen, die fehlen. Ich habe jetzt keine Nummer im Kopf, wie hoch das wäre, aber ich sage mal, mehr als 1-2 Millionen werden das locker sein. Ja, Milliarden eher, so in dem Dreh. Das haben wir ja, da gibt es die Hauptkapstudie, kannst du dir angucken auf unserer Seite. Der hat das ziemlich genau ausgerechnet, ganz gut eigentlich auch, finde ich. Geht um Milliarden auf jeden Fall. Dazu kommt die Einsparung bei der Polizei. Da kann man schon richtig was mit anfangen, könnte das investieren in Prävention. Da wollten sie auch, ja, das stand ja im Koalitionsvertrag. Flächendeckend, Fachgeschäft für alle, volle Legalisierung mit Steuern und einfach damit zusammenhängt. Haben sie mit Verweis auf Europarecht nicht gemacht letztendlich, von wegen, das geht nicht, weil das diese ganzen Verträge, europarechtlichen Verträge, die das irgendwie verhindern. Und haben deswegen eben jetzt diese komische was Lauterbach da halt jetzt gemacht hat, ne? Plus Säule 2, die wir vielleicht noch kriegen, die aber auch keine Steuereinnahmen großartig bringen wird, mit Verweis auf EU, weil es eben nicht wirklich, hier Kappert-Gonta hat gestern gesagt, sie hätte besser gefunden, dass man das wirklich mal austestet jetzt und denen das wirklich mal von Latz knallt, so ein Gesetzentwurf, und denen, die man offiziell sagen lässt, top oder top,
Ja, oder im Zweifelsfall auch den Europäischen Gerichtshof, weil der muss das entscheiden und nicht die Kommission. Genau dasselbe habe ich in Luxemburg auch schon gesehen, 2018 Legalisierung im Koalitionsvertrag, 2021, 3 Jahre später, ja, wir haben irgendwie im Hinterzimmer da mit der Kommission geredet, die haben gesagt, das geht nicht. Ja, gibt nicht schriftlich, gibt es nicht offiziell, die haben nur gesagt, geht nicht und dann machen wir es nicht. Ne, so, das ist im Prinzip der Punkt, an dem mit jetzt gescheitert ist. Aber das hat natürlich auch den Hintergrund, wie ich eben gesagt habe, diese Pattsituation, diese politische, ne, wo nicht wirklich ganz klar knallhart der Wille da ist, wie wir in der SPD-Fraktion gesehen haben, ne, so richtig war denen das ja selber nicht geheuer. Ich hoffe, wir kommen noch dahin, ne? Und ich habe auch immer gedacht, das könnte der Punkt sein, der die Union überzeugt auch als wirtschaftsnah und so weiter. Aber schwierig, ja? Weil jetzt so ideologisch ist eigentlich letztendlich diese Gegnerschaft der Legalisierung. In den USA ist das ein größeres Argument. Die sind noch kapitalistischer unterwegs. Ne? Da ist das wichtiger mit der Kohle. Bei uns ist das eigentlich scheißegal, was kostet. Solange man Kinder, ein einziges Kind rettet, ja, durch das Verbot, ja, ist das scheißegal, ob man da zig Milliarden für ausgibt oder nicht. Ich wollte gerne wissen, ob du Informationen zum Stand in Slowenien hast. Gibt es da was Neues oder was ist da gerade Phase? Also es gab ein Volks, so eine Abstimmung, ne? Irgendwie so, ich weiß gar nicht, ob es eine Volksabstimmung oder eine Umfrage war, ich glaube eine richtige Abstimmung, ne? Parallel zur Wahl, wo die sich überwiegend für eine Reform ausgesprochen haben. Tatsächlich habe ich aber die Artikel jetzt nicht komplett gelesen, wahrscheinlich weißt du besser als ich, aber es ist nicht bindend. Ne, das ist auf jeden Fall der entscheidende Punkt, den ich mitgeschnitten habe. Das hat jetzt nicht unmittelbar zu irgendwelchen Veränderungen führt, ne, aber auch da der die politische Diskussion weit nach vorne schiebt, ja, und die Regierung natürlich jetzt irgendwie sich die Frage stellen muss, gehen wir da irgendwie drauf ein, ne, offensichtlicher Wählerwille oder nicht. Ne. Genauso wie jetzt insgesamt auch die Situation in Deutschland natürlich ein riesiges Signal in die Welt ist, zum ersten Mal eben so ein großer Industriestaat außerhalb der Amerikas. Bis jetzt hat es ja alles irgendwie mal mit Uruguay in Südamerika abgespielt und der Rest in Nordamerika. Und wie gesagt, da Thailand vielleicht, kann man auch zählen. Aber ansonsten ist ja in westlichen Industriestaaten nicht viel passiert. Deutschland ist ein Riesenplayer an dem Punkt, hat ein großes Image, ist eine große Wirtschaft. Und man kann schon erwarten, dass das jetzt irgendwie wirkt. Ne? Dass das auch andere Staaten zum Nachahmen animiert oder eben auch dazu, irgendwie mal einzelne Schritte aus ihrer Blase nach vorne zu machen. Und Slowenien ist halt einer der Punkte, wo man sagen könnte, okay, beides zusammen, diese Volksabstimmung plus, ne, Deutschland hat auch einen Schritt nach vorne gemacht, ne, jetzt wollen wir aber auch mal. Ne. Was mich da halt beunruhigt, sind die Wahlergebnisse bei der Europawahl und insgesamt dieser ganze Populismus, Rechtsruck und so weiter, ne, der ein bisschen gegen diese weitere Entwicklung vielleicht sich positioniert. Ja, nee, jetzt bist du mal da hinten erstmal an. Hat sich früher gemeldet, sorry, aber das wäre sonst jetzt ungerecht. Ja, du hast gerade schon so ein paar Punkte davon angesprochen, nämlich zu der Frage, die Geschichte der Legalisierung gehört ja die Frage dazu, wie ist die Zukunft der Legalisierung? Und eigentlich Geschichte der Legalisierung kann man das ja auch nicht so formulieren, man müsste eigentlich sagen, Geschichte der Teillegalisierung, Geschichte der Entkriminalisierung. Ne? Und gerade auch sowas wie jetzt mit Säule 2, wie schätzt du das ein? Wie wird da die Weiterentwicklung sein? Mhm. Ja klar, also wir sind mittendrin in der Geschichte der Legalisierung, ne? Wie jede News-Ausgabe sozusagen ein neues Bausteinchen in dieser Geschichte der Legalisierung ist. Wir sind noch nicht angekommen. Ne? Ich kann nur so einen Zwischenstand sagen, jedenfalls was Deutschland angeht. Säule 2, ich sehe es auf der Kippe. Ja, ich sehe da haarscharf irgendwie, haben wir ja auch am Freitag gesehen, die sind sich nicht so ganz einig, was jetzt da überhaupt für einen Weg gehen wollen. Ich persönlich würde sagen, die sollen voll Karacho nach diesem Forschungsparagrafen im Cannabisgesetz gehen, BLE bestimmen als zuständige Behörde und feuerfrei, ne, schickt uns möglichst viele Anträge und alle, die irgendwie einigermaßen Hand und Fuß haben, werden genehmigt. Das ist aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit, jetzt flott noch irgendwie vor der Wahl wirklich Projekte anlaufen zu kriegen. Eigenes Gesetz sehe ich nicht, ja, auch wenn die sagen, das kommt. Ja, also Lauterbach habe ich das öffentlich schon lange nicht mehr sagen hören, dass er da noch irgendwas machen will. Und selbst wenn, ja, wir haben ja gesehen, wie zäh das ist, ne, und dass das nicht mal eben so geht, ne, so ein Gesetz. Und schon gar nicht, wenn das auch noch zustimmungspflichtig ist im Bundesrat, ist es eigentlich vollkommen aussichtslos. Ja, das haben die auch gesagt, dass es zustimmungspflichtig sein sollte. Das sehe ich gar nicht kommen. Ja, wie wollen sie das denn hinkriegen? Da eine Zustimmung im Bundesrat zu kriegen. Da kann die CDU ganz locker blockieren. Ne? Brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Von daher verstehe ich das gar nicht, ja, was die da treibt. Außer, ne, dass irgendwie im Hintergrund Leute das gar nicht wollen. Also ansonsten ist die einzige Möglichkeit, eben über diesen Forschungsparagraf voranzumachen. Naja.
Da wird sich jetzt für mich noch ergänzen die Frage, welche Rolle können die Aktivistinnen spielen dann in dem Zusammenhang? Ne? Also ich frage mich auch immer, sollen wir den Weg bereiten für das Big Cannabis? Wir haben ja jetzt schon sehr viel an Weg bereitet. Und wo ist deren Rolle eigentlich dann bei der Säule 2 auch? Ja, das spricht so ein bisschen so eine Aktivismuskrise an irgendwie. Ne? Wollen wir überhaupt noch weiter? Ne? Das kommt auch aus unseren Ortsgruppen gerade, ne? Dass die auch so ein bisschen merken, wir wissen jetzt gar nicht, was sie jetzt eigentlich machen sollen irgendwie. Die Luft ist so ein bisschen raus, wir sind gar keine Kriminellen mehr, wir sind irgendwie legale Leute auf einmal. Ja, wir können unser Gras anbauen in Ruhe und irgendwie mitnehmen, brauchen da draußen, überhaupt gar kein Problem mehr. Ne? Wieso jetzt noch großartig Aktivismus? Ne? Da ist natürlich schon ein bisschen weg von der Motivation. Ob das jetzt dann irgendwie letztendlich eine richtige Legalisierung in fiesen Kommerz und Großkonzerne führen würde im Vergleich zu der super nicht kommerziellen Geschichte, die wir jetzt mit dem Eigenanbau in diesen Clubs haben. Ne? Wir werden auch noch sehen, ne, wie dat, ob das wirklich so ist. Aber auf jeden Fall ist es kleinteiliger. Ne? So viel kann man auf jeden Fall sagen, sind keine Konzerne, die das übernehmen. Das werden wir sehen. Ja, ich kann das nicht beurteilen. Wir werden jetzt demnächst auch so ein Ortsgruppentreffen haben, wo das unser Top-Thema sein wird. Ne? So, wie geht weiter mit Aktivismus? Man merkt auch natürlich, dass der Weedmob ruhiger geworden ist und wahrscheinlich dasselbe Problem hat, ne, und wo du auch zumindest nicht so richtig weißt, in welche Richtung jetzt überhaupt, ne, und wo soll man ansetzen und so. Auch da bin ich mir nicht sicher, ob das nur eine Frage ist, dass man nicht weiß, wen man jetzt anpingen soll oder ob wirklich auch Leute gar nicht mehr so dahinterher sind, ne, sondern sich jetzt um ihre Pflanzen kümmern oder sowas. Schwer zu sagen. Ich für meinen Teil will noch Fachgeschäfte haben. Ja? Ein schönes Geschäft mit einer schönen Auswahl, mit schönen traditionellen Haschsorten aus Nepal und dem Libanon und Marokko. Ich werde jetzt nicht zwischendurch aufhören damit. Ne? Und wenn es nochmal eben 10, 15, 20 Jahre dauert. Für die erste kann man nur sagen, weiter Säule 2 einfordern, ne? Und zwar eben nicht nur die drogenpolitischen Sprecher, haben wir auch gestern nochmal gehört, sondern alle. Ne? Die Leute vor Ort, Abgeordneten vor Ort, SPD-Leute, ne? Was ist mit der Säule 2? Habt ihr versprochen, ne? Legalisierung kam nicht, habt ihr gesagt, okay, zwei Säulen, Entkriminalisierung und wenigstens Modellprojekte. Wo bleiben die denn? Wo sind die denn? Kommen die noch oder was? Ne? Ein bisschen aufwühlen den seichten Schlamm da irgendwie, der da keine richtige Strömung mehr hat. So, jetzt aber. Ja, danke. Ich wollte noch einmal ganz lieb fragen, weil jetzt gerade du angesprochen hattest im internationalen Bereich, das Jahr ist natürlich jetzt auch polarisiert. Tschechien hat ja schon mal sich auch getraut, die EU anzupicken und nachzufragen. Da gab es dann auch irgendwelche Hintergrundgespräche, die dann auf einmal zugeführt haben, ja, jetzt machen wir nichts mehr. Kam von der Tschechien nochmal irgendwie eine Bewegung, irgendwie nochmal irgendwas oder auch von anderen EU-Staaten, wo sie gemerkt haben, der möchte, ja, wir eigentlich ja auch, vielleicht sollten wir dann auch das mal sagen. Also ist da noch mehr Bewegung in der EU, langzeitlich gesehen? Ich sehe es leider nicht im Moment. Also Tschechien war tatsächlich jetzt noch der Lichtblick, ne, die noch länger als wir an dem Gedanken festgehalten haben, wirklich volle Legalisierung machen zu wollen. Dort aber auch heißen würde, wirklich ein fertiges Gesetz für eine vollständige Legalisierung der EU-Kommission vorzulegen und zu sagen, so, das wollen wir jetzt machen. Und jetzt wollen wir mal eine anständige schriftliche Antwort darauf haben, ja, und im Zweifelsfall auch klagen gegen irgendeine Art von Ablehnung. Und zuletzt meine ich, letztes Signal aus Tschechien wäre gewesen, wir machen eher einen auf Deutschland, Entkriminalisierung, Eigenanbau und so, aber eben nicht mehr diesen Plan verfolgen mit der vollständigen Legalisierung, wobei das auch noch nicht durch ist. Ne? Der Drogenbeauftragte in Tschechien, das ist ein ziemlich straighter Typ. Ne? Das ist auf jeden Fall ein Vollblutlegalisierer. Und der will das noch nicht akzeptieren, ne? Der versucht es weiter, aber es ist auch eine schwierige Koalition. Ne? Die haben auch mindestens 3 Koalitionspartner, weiß nicht sogar noch mehr. Und vor allen Dingen eine breitere Spreizung an Leuten, die da in der Koalition sind und wo auch wirklich echte Gegner der Legalisierung dabei sind. Ich fürchte, das wird schwierig. Ja? Das ist jetzt auch schon jetzt nicht die jüngste Regierung mehr, die sind auch schon eine Weile unterwegs.
und ich sehe da nichts kommen letztendlich. Ne? Und das ist im Moment der einzige andere Staat, der überhaupt noch irgendwie in die Richtung unterwegs ist in Europa, in der EU. Im Moment wüsste ich keinen anderen, wo eine Regierung gerade aktuell sagt, wir wollen Cannabis legalisieren und hat irgendwie im Koalitionsvertrag oder sonst wie festgeschrieben haben, dass sie das Ziel haben. Wahrscheinlich haben einige, die den Plan oder den Wunsch, das Europarecht so zu ändern und anzupassen, dass man Legalisierung könnte, wenn man wollte. Ne, dazu gehört Deutschland ja auch noch offiziell. Das Ziel haben wir nicht aufgegeben und stand auch in vielen Wahlprogrammen drin. Das war ja einer der wichtigen Punkte, die wir abgefragt haben jetzt, ne, die wir analysiert und irgendwie gewertet haben, ob die Parteien jetzt ganz klar sagen, wir wollen, dass wir jetzt vorwärts machen auf der EU-Ebene, dass wir da nicht mehr weiter ausgebremst werden. Aber das ist wieder eine Sache, da können wir irgendwie uns in 10, 20 Jahren wieder drüber unterhalten. Ne? Die UNO hat über 20 Jahre gebraucht, um die medizinische Wirkung von Cannabis als Medizin anzuerkennen. Ne? Seit das irgendwie an den Anfängen der Diskussion darum, bis zum endgültigen Beschluss. Und da reden wir nicht über Genussmittel, ne? Sondern das sind dann die nächsten 20 Jahre wieder. Und so wie sich das Bild im Moment in der EU zeigt, ist das eine verdammt langfristige Angelegenheit. Ne? Und wo wir auch fehlen, ja, um nochmal so ein Fail reinzubringen, was nicht so wirklich gelungen ist bisher, ist eine schlagkräftige europäische Bewegung an den Start zu bringen, die auch direkt in Brüssel mit dem Büro und Lobbyisten und so weiter da irgendwie auch direkt da anschiebt. Ne? Das fehlt uns noch als Baustein und das wird sich jetzt erstmal rächen. Das hat sich schon gerecht jetzt, indem uns das die Legalisierung unterm Arsch weggehauen hat. Und ich fürchte, das wird auch vorerst so bleiben. Ich sehe jedenfalls keine wirklich vernünftigen, großen, starken Ansätze. Die CSC-Szene fängt jetzt an, sich da so ein bisschen zu vernetzen. Mal sehen, ob das vielleicht der nächste Punkt ist, wo was vorwärts geht. Aber ja, diese Europäische Bürgerinitiative ist gescheitert, ne, wo ich jetzt fast 2 Jahre mit irgendwelchen Leuten da im Netzwerk geguckt habe, ob das vielleicht irgendwie was wird. Aber ist nichts geworden. Ne? Schwierig, der Punkt. Aber das bringt mich auch nochmal auf das Thema Wahlprogramme. Das wollte ich eigentlich die ganze Zeit mal noch erzählen. Dass wir von Anfang an bestimmte Dinge gesetzt haben an Ideen sozusagen. Dazu gehört einerseits die Anbauvereine. Das haben wir auch von Anfang an der Geschichte des Hanfverbands haben wir immer bestimmte Sachen abgefragt. Fragenkatalog, unsere Wahlprüfsteine. Was sagt ihr zu diesem und jenem Thema? Und da waren immer die Anbauvereine dabei. Jedenfalls, sobald wir zum ersten Mal was davon gehört hatten, ich weiß nicht, ob das wirklich von 2002 das erste Mal war oder ob es irgendwie 2005 war, aber so, dann immer. Und die wussten das ja dann irgendwann auch. Ne? Und immer, wenn wir gefragt worden sind, erst innerhalb der Grünen, ja, wie sieht ein gutes Wahlprogramm aus, Drogenpolitik, hatten wir auch schon mal mit Landespolitikern zu tun und haben immer gesagt, da muss drinstehen, möglichst irgendwie Anbauvereine und Cannabis-Modellprojekt. Weil Cannabis-Modellprojekt ist das weitestgehendste, was ihr machen könnt unterhalb der Bundesebene. Nur Bundesebene kann vollständig legalisieren. Wenn ihr als Landesverband oder als Kommunalverband meinetwegen auch dafür seid, zu legalisieren, dann schreibt in eure Programme rein, dass ihr ein Modellprojekt beantragen wollt und machen wollt. Weil das war theoretisch auch früher immer schon möglich. Einige Städte haben es ja auch versucht und haben wirklich einen Antrag gestellt. Und damit haben wir im Prinzip letztendlich das Thema immer wieder am Laufen gehalten, immer wieder darauf hingewiesen, dass es das gibt. Ja, und auch Drogenpolitiker in den Parteien sich immer wieder mit dieser Frage von uns auseinandersetzen mussten, ja, und irgendwie gar nicht dran vorbeikamen. Das gibt es, diese Möglichkeit zumindest. Vielleicht kriegen wir sie jetzt, die Modellprojekte. Ne? Zwischendurch haben wir mal gesagt, so, okay, jetzt reden wir mal nicht mehr von Modellprojekten irgendwie, als dann auf einmal die Ampel da war und sagte, vielleicht skippen wir das ganze Thema. Ne? Aber unter einer CDU-Regierung vorher war das natürlich schon ein attraktiver Gedanke, zu sagen, okay, wir haben jetzt nochmal irgendwie 4 Jahre Merkel meinetwegen vor uns, demnächst vielleicht 4 Jahre Merz. Lasst uns mal wieder über Modellprojekte reden, um diese Zeit irgendwie auszusitzen und zwischendurch mal zumindest wieder neue Fakten zu schaffen, neue Bilder zu liefern, die Leute daran zu gewöhnen irgendwie, dass es möglich ist, Cannabis abzugeben, auch in kleinem Umfang, ohne dass die Welt untergeht. Ja, haben wir noch 17:58, also Last Call. Hat noch irgendwer die letzte Frage? Weil dann würde ich sagen, hören wir einfach 2 Minuten früher auf, atmen mal ein bisschen durch nach dem ganzen Stress. Ich hoffe, wir sehen uns nachher beim Hanfadler wieder. Nachher beim Feiern.